Ich glaube, dass die Natur für uns Menschen eine der größten Inspirationsquellen überhaupt ist. Und das greift natürlich auch voll in die Fotografie rein, wenn man im Bereich der bildenden Künste aktiv ist und Fotografie gehört ja dazu, dann fühlt man sich natürlich von der Natur berührt und will das anderen Menschen zeigen, die Schönheit, die man vorfindet und vielleicht auch die Fähigkeit, die eigene Fähigkeit, diese Schönheit darzustellen. Und vieles davon inspiriert ja dann auch die nächsten Generationen, ob man fotografiert oder nicht. Also es ist natürlich schon eine große, fast eine Kettenreaktion, weil die Bilder für sich sprechen und auch die Anliegen für die Natur weitertragen. Wenn wir uns in Lünen im Herbst treffen, das hat sehr, sehr stark den Charakter eines großen Familientreffens, wo alle Generationen und alle verschiedenen Linien und Familienteile zusammenkommen und sich austauschen und einfach eine super Zeit miteinander haben. Das fing ja klein an, ja, und immer mehr, und es ist wirklich zu einer großartigen Sache geworden. Das hat man dort nicht absehen können, dass die GDD so groß wird. Wer die GDD kennt, der kennt sicherlich auch das Naturfotofestival in Lünen. Es ist wahrscheinlich das Naturfotofestival mit dem größten Renommee in der Welt. Aber die GDT ist natürlich wesentlich mehr als nur dieses Naturfotofestival mit all seinen Vorträgen und Ausstellungen. Heute im Jahr 2021 hat die GDT fast 1800 Mitglieder. Und das, glaube ich, hätten sich vor 50 Jahren die Gründungsmitglieder der GDT so nicht vorstellen können. Und wahrscheinlich hätten sie das auch gar nicht so gewollt. Aber reisen wir doch einfach mal in die Vergangenheit. Die Gründungsversammlung war in Hellenthal. Und da ist auch das Foto entstanden, dieses Gruppenfoto. Da erinnere ich mich auch noch, also ich sah noch mit einem schönen Faltenröckchen und mit der 6x6 und alle anderen hatten dann dieses Novoflex-Objektiv oder irgendwie, also auf jeden Fall ein Balgengerät. Und also man war schon ganz stolz, dass man da überhaupt diese Geräte hatte. Die waren ja auch damals schon teuer. Und die kannten sich im Grunde nur von den Veröffentlichungen. So persönlich kannten die sich noch gar nicht. Nicht? Die haben sich da erst kennengelernt. Es wurde ja dann ein Präsident gewählt, Vizepräsident, ein Schriftführer, Pressemann. Also alles, das war alles so wichtig. Es sollte ja erst auch nur so ein bisschen, ja, ich sag mal, wie so ein elitärer Kreis sein, ne? Also man wollte jetzt nicht irgendwie jemanden dabei haben, der jetzt Kühe fotografiert oder nur Katzen oder Hunde oder sowas. Also es sollte schon ein bisschen anspruchsvoller sein. Was aus dieser Zeit bekannt ist, das hat man dann aus diesen ganzen alten Veröffentlichungen herausgefunden. Die ersten Sitzungsprotokolle, dass im ersten Jahr schon, muss man sagen, 55 Mitglieder waren. Und damals gab es nicht die Trennung in Förder- und Vollmitglieder, so wie heute. Damals gab es nur Mitglieder. Und um Mitglied in der GDT zu werden, musste man sich mit Tierfotos bewerben. Ich glaube, es waren damals 10. Und der Vorstand hat dann darüber entschieden, ob man ein Mitglied wird der GDT oder nicht. Und das scheinen dann 1971 schon 55 Leute geschafft zu haben mit 10 Tierbildern.
Und als GDT-Mitglied hat man damals auch einen Ausweis bekommen. Das war mit Passfoto, ich glaube Adresse, Unterschrift des Präsidenten, Stempel der GDT und mit dem berühmten GDT-Logo. Das bestand aus einer Hasselblad-Mittelformatkamera und dem berühmten Noroflex-Schnellschussobjektiv. Und dieses Logo hat sich, glaube ich, lass mich lügen, 30, 40 Jahre gehalten. Die sind damals ja sehr stark aus diesem Bereich Jäger, Naturfreunde, also ein an und für sich, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Jäger konservativ sind, aber doch ein konservativer Haufen. Ein Club von älteren Herren, sehr viele mit Knickerbockern in Tarnkleidung. Leute mit Fernglas um den Hals, Kamera in der Hand und Kniebundhosen. Kniebundsocken, grüne Klamotten und grüne Hüte. Zu der Zeit gab es ja Kriterien, wie Bilder aussehen mussten. Im Prinzip, vereinfacht ausgedrückt, bildfüllend, also sehr groß, bunt, scharf, bei bestem Licht, aber nur nicht mit einer Flügelspitze über den Bildrand, dann konnte man die Bilder wegwerfen. Es war an sich das Ziel, Tiere in natürlicher Umgebung möglichst porträtfüllend abzulichten. Nicht die Pflanzen, das war was für die Damen oder auch die Landschaften nicht. Das konnte man ja immer noch machen, wenn man fertig war. Das war die Königsklasse, war die Tierfotografie. Und das ganze Spektrum, was man fotografiert und den. Und dort war es halt interessant, das Einzelbild, ein gutes Einzelbild. Und man hat dort eigentlich wenig die Zusammenhänge versucht zu zeigen oder zu fotografieren, sondern es war also das Traumbild, war zwei kämpfende Mäusebussarde zum Beispiel. Also zu Anfang war das eine Ehre, Mitglied der GDT zu sein. Es gab hohe Eintrittshürden, um in die GDT zu kommen. Und dieser Gedanke einer Eintrittsprüfung sozusagen, den fand ich ganz sympathisch. Man wollte irgendwie dazugehören. Es war auch eine Form des Feedbacks. Ja, das waren halt damals meine Heroes, Fritz Pölking, Hans-Georg Arndt und wie sie alle hießen, Jürgen Dietrich. Und ich kannte deren Bilder natürlich schon lange durch Magazine, durch alle möglichen Veröffentlichungen. Und sowas wollte ich halt auch. Und mein Ziel war damals, diese Leute kennenzulernen. Und von denen zu lernen, zu sehen, wie laufen diese Treffen ab, davon hatte ich schon ein paar Mal was gehört. Und ich fand es einfach nur faszinierend, sich nur mit der Tierfotografie auseinanderzusetzen. Wir kannten ja einige Namen wie Fritz Pölking oder auch von den Gründern. Entweder auf jeden Fall von ihren Büchern oder so, nicht persönlich, aber man hatte schon von vielen gehört. Und unsere erste Erinnerung war, dass uns jemand in Berlin von dieser Gesellschaft erzählt hat und hat gesagt, das ist eine ganz elitäre Gesellschaft, da kommt ihr nie rein. Und da haben wir hinterher gedacht, naja, versuchen wir es doch mal. Und da haben wir jeder 10 Bilder eingereicht und schon waren wir drin. Also es hat mich sofort interessiert. GDT war damals also deutlich mehr als heute. Das war, da musste man dazugehören, wenn man überhaupt, naja, ich wollte ja nicht Karriere machen, sondern lag mir fern, damals Naturfotograf zu werden. Aber wenn man einfach so eine persönliche Bestätigung für seine Leistung, dass man jetzt irgendwo schon angesiedelt ist, und ich habe mich ganz schnell beworben und bin auch sofort aufgenommen worden. Ja, das hat sich also wirklich über die Jahre, das hat ja viele, viele Jahre gedauert. Ne? Also am Anfang war es nur ein kleiner Kern. Dann wurden es so um die 150 Leute, dann wurden es mal 200 Leute. Und so ist es dann halt langsam gewachsen. Also die GDT wurde ja, war ja eine Sache für Westdeutschland. Für uns gab es ja, wir konnten ja auch nicht so unbedingt überall hin. Und
wichtig war für Fritz auch, dass auch die Ostdeutschen Sachen bekamen. Sie hatten ja nicht die Möglichkeiten, die wir hatten, aber machten trotzdem fantastische Bilder. Die hatten zwar gute Sachen, aber nicht die große Auswahl. Wir sind ja oft in Ost-Berlin, da gab es einen großen Zeiss-Laden und das waren tolle Objektive, die sie von Zeiss Jena hatten, aber die waren unbezahlbar, auch für DDR-Bürger, und die waren da sehr eingeschränkt in Bezug auf ihre Fotoausrüstung. Ja, es war ja ein wesentlicher Unterschied zwischen den Kameras in Westdeutschland und in der DDR. Und wir hatten unsere Agfa-Filme aus DDR-Produktion und die waren dann nicht mehr zu vergleichen mit den Kodak-Filmen aus dem Westen, sodass wir eigentlich damals schon im Hintertreffen waren und nicht unbedingt sehr zufrieden waren mit unseren Dias, die wir da produzierten. Und wir hatten aber so abgeschottet, waren wir natürlich nicht, dass wir nicht gesehen haben, was in Westdeutschland gemacht worden ist. Und ich habe dann sehr frühzeitig die westdeutschen Fotografen beneidet, die ihre GDT hatten. Und die habe ich sehr schnell kennengelernt, auch durch Fritz Bölking, der mir immer Material geschickt hat. Er war da sehr großzügig und hat wahrscheinlich viele interessierte Leute beschickt, die da Interesse hatten aus dem Osten. Wichtig war eben für Fritz auch, dass auch die Ostdeutschen Sachen bekamen. Und wir hatten ja die Zeitschrift da im Kilder Verlag. Und Fritz hatte immer einen Ansprechpartner, dem er die Zeitschriften dann schickte. Das musste dann auch genehmigt werden und alles Mögliche. Und der verteilte das dann. Als die Mauer dann fiel, war es für Fritz eigentlich selbstverständlich zu sagen, ich spreche die Naturfotografen aus Ostdeutschland an, dass die in die GDT kamen. Und die sollten sich aber nicht vorher noch bewerben müssen, sondern das war klar, die kamen mit ihren Möglichkeiten, die sie da hatten, einfach, sie wurden automatisch Mitglied in der GDT. Die Zeit der Wiedervereinigung des Mauerfalls war ja eine Zeit, in der sich vieles schlagartig entwickelt hat, plötzlich. Und das hat wahrscheinlich Fritz Bölking erkannt und hat dann gesagt, ich kann jetzt nicht von den Leuten genau wie für die anderen GDT-Mitglieder einen Arbeitsnachweis in Form von 20 Bildern verlangen. Und hat dann handstreichartig sämtliche DDR-Fotografen, die in die GDT kommen wollten, auch übernommen. Einige Leute haben das nicht nur für gut befunden. Das war eine große Sache. Die Problematik war natürlich damals, da wurden ganz viele Leute in die GDT aufgenommen, die nicht sozusagen durch unser Raster, durch unsere Prüfungsverfahren durchgingen. Und das haben natürlich viele von den Leuten, über die wir eben gesprochen haben, ja, die sich sehr viel darauf einbildeten, es geschafft zu haben, in der GDT zu sein, die Insignien tragen zu dürfen, denen ist das übel aufgestoßen. Und die haben richtig rebelliert, die haben richtig Stimmung gemacht, Stunk gemacht. Ja, manche westdeutschen Naturfotografen waren durchaus skeptisch und wollten halt auch die gleichen Bedingungen erfüllt wissen, die sie selbst für einen Eintritt in die GDT dann auch erfüllen mussten. Aber Fritz Bölking hat das eben ein bisschen anders gesehen. Er hatte auch den politischen Aspekt durchaus gesehen und den gesellschaftlichen Aspekt. Er wollte uns unsere Minderwertigkeitsgefühle durchaus nehmen. Und das ist ihm natürlich hoch anzurechnen. Und ganz abgesehen davon, so schlecht waren wir teilweise auch gar nicht mit unserer Technik. Und die ersten schönen Seeadler-Fotos und so, die kamen durchaus aus der DDR. Also das sicher war das, der Fritz, eine große Integrationsperson. Der hat mit seinem Können und seiner Bekanntheit und war halt auch der Typ Mensch dazu, dass er das alles geschafft hat.
Er war eigentlich, solange wie ich das zurückverfolgen kann, für mich die herausragende Persönlichkeit in der GDD. Gleich nach der Wende, im Jahre 90, gab es einen Wettbewerb von einer Reisegesellschaft, das schönste Gebarten-Foto, also Gebarten-Kinder-Foto. Und das hat er ja schon 2-3 Mal gewonnen. Und beim 4. Mal hat er den Preis uns überlassen. Also wir durften mit seinem Preis nach Südafrika. Und das war natürlich für uns, da kommen heute noch die Tränen, eine ganz tolle Sache, ne? Dass wir damals, wo wir es uns eigentlich hätten gar nicht leisten können, nach Südafrika konnten, wir, Helga und ich, und haben da Afrika erlebt, das erste Mal. Nee, so war Fritz Böcking. Ne? Das ist so. Hat uns einfach seinen Preis überlassen. Ne? Fritz hat halt wirklich dieses Menschliche verstanden. Er hat das da reingebracht. Nicht nur der Fotograf, also es hat ihn schon dieses Menschliche auch ausgezeichnet. Er war ein ganz großer und er fehlt in der Szene total. Er hatte so eine ganz besondere Ausstrahlung und das war, glaube ich, das hat ja nicht jeder, ganz viele Tierfotografen, die meisten sind Einzelgänger, das sind Eigenbrötler, die sitzen, die können tagelang alleine im Versteck sitzen, aber wenn man die unter Leute schickt, dann haben die kein Gesprächsthema oder sind so verschlossen, dass man ganz viel Mühe braucht, um mal ein Gespräch mit denen anzufangen. Und da war der Fritz Böcking ganz das Gegenteil. Also er war ja extrem beliebt und er war ja auch der Mentor für viele von uns. Und er hat die sogenannten Werkstattbücher geschrieben, die wir alle mit Begeisterung gelesen haben. Er hat mehrere Bücher über die Fotografie geschrieben. Er hat einen gewissen Humor bei der ganzen Sache gehabt. Er hat auch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Er hat sich auch mehrfach in die Nesseln gesetzt, hat Kamerafirmen offen kritisiert, die aus seiner Sicht nichts Gescheites gemacht haben. Er hat immer seine eigene Meinung vertreten, ob du jetzt damit einverstanden warst oder nicht. Und ja, er war einfach in der deutschen Szene der ganz große Macher. Fritz war ein moderner, aufgeklärter, visionärer Typ. Er konnte sich für alles wirklich mit einer tiefen Hingabe und Leidenschaft für die Natur begeistern. Und hat es derart konsequent gemacht, das ist beeindruckend. Wie, dass er sich auch sehr interessiert hat für Dinge, die wir gemacht haben. Der war halt ganz breites Interesse hat er gehabt. Unheimlich freundlich, aufgeschlossen. Und er hatte vor allen Dingen aber das Talent, das anderen näher zu bringen. Also seine Bücher waren wunderbar zu lesen, seine Texte waren flüssig und humorvoll und einfach schön, und aber eben doch auf der Höhe der Zeit, und da hat man viel lernen können von ihm. Ja, Fritz hat, ich weiß nicht, über 30 Bücher geschrieben. Das erste war Vogelfotografie, was heute schon antiquarisch gehandelt wird. Das beste Buch hat er aber geschrieben, was Männer von Frauen verstehen. In 2 Auflagen und die zweite sogar 4-farbig. Ja, und dann sind lauter leere Seiten drin. Das haben wir auch zumindest mal gesehen, nicht gekauft, glaube ich. Also Fritz Böcking ist für mich die GDT. Und die GDT wird es ohne Fritz Böcking wahrscheinlich nicht geben. Es gab ja viele andere Gründungsmitglieder, aber Fritz war derjenige, der die GDT nach außen programmiert hat und bekannt gemacht hat und auch nach außen mit vielen Naturschutzbehörden in Zusammenhang war und hat dann dadurch auch die GDT erstmal zu dem gemacht, was die GDT heute ist. Fritz Böcking hat, was ich immer sehr geschätzt habe, der hat immer vom Großen ins Kleine gedacht. Und das habe ich auch übernommen. Und ich weiß, wenn ich heute an der GDT Kritik übe, dann ist es, dass sehr oft vom Kleinen ins Große gedacht wird.
Also nicht erst die Frage, wo will man hin und dann, wie macht man das, sondern, oder dass man erst fragt, was will ich und dann fragt, was ist möglich. Und man fragt erst, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und damit wird alles immer so im Keim erstickt. Und Fritz Pölking war da völlig anders. Der hatte die Vision, die Vorbilder. Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass Fritz etwas geschafft hat, Grund gelegt hat, eingepflanzt hat, so möchte ich es mal sagen. Das ist weiter gewachsen und andere haben auf diese Pflanzen aufgepasst und weiterhin zugetan. Aber er war ein guter Gärtner. Er hat Ideen gesät, die gewachsen sind, die andere aufgenommen und weitergeführt haben und von denen wir heute gut ernten können. Man muss sagen, Fritz hat in der Zeit den Grundstein gelegt, dadurch, dass er Braunfels eingeführt hat, also diese Internationalisierung. Er hat Braunfels auf der Grundlage seiner Erfahrungen mit Wårgårda in Schweden, das ist die Mutter aller Festivals in Europa, ist nicht die GDT. Wårgårda in Schweden, das gab es damals schon. Und wenn man sich die Ausstattung damals in Wårgårda ansah und man sah sich die Ausstattung in Braunfels an, da sieht man, da hat 1:1 einer ganz genau hingeguckt in Schweden, hat die gleichen Stellwände gebaut für die Ausstellung und so weiter. Und das war die Idee, dass er dieses Festival hier haben wollte. Und er hat die ersten internationalen Gäste eingeladen. Das hat es vorher nicht gegeben. Also seit Bestehen der GDT, seit 1971, gab es jedes Jahr eine Versammlung der Mitglieder, die hieß Jahreshauptversammlung, Jahresversammlung, heute glaube ich Mitgliederversammlung. Und ich glaube, es war 1988 unter der Präsidentschaft von Jürgen Markmann, gab es das erste Mal das Naturfotofestival. Also das ist sozusagen das Geburtsjahr des Begriffes Naturfotofestival, für uns heute Alltag und Normalität. Und das war damals in Braunfels und da ging es eben nicht nur darum, dass die Mitglieder vereinsinterner besprochen haben, sondern da ging es vor allen Dingen um Vorträge und es wurden auch erste ausländische Referenten eingeladen. Naja, und was bemerkenswert an der Sache war, eben, dass es plötzlich Naturfotofestival der GDT heißt. Das ist ganz interessant. Also, man hat das so gespürt, es geht schon in die Richtung Öffnung und es wurde bunter und auch Pflanzen und Landschaften haben dann gleich, nein, auch nicht gleichberechtigt, aber haben dann Eingang gehalten ins Weltbild der GDT. Für die Geschicke der GDT haben sich sehr viele Frauen und Männer engagiert. Einen Namen müssen wir wahrscheinlich ein bisschen hervorheben. Ohne ihn wäre die GDT nicht da, wo sie heute ist und schon gar nicht in Lünen. Wir haben ja sehr viele Präsidenten in Florida kennengelernt. Auch unter anderem Klaus Nigge. Wir saßen da unter einem Baum und da hat er mich gefragt, kannst du dir nicht vorstellen, Präsident zu werden? Ups, ja. Was heißt das denn, Präsident sein? Ja, da macht man 3-4 Mal im Jahr machen wir eine Versammlung, da musst du eine Einladung schreiben. Dann machen wir so ein Info, das klebst du zusammen 2-mal im Jahr und sonst eigentlich nichts. Klaus hat dann zur Bedingung gemacht, wenn ich Präsident werde, dann kommt das GDT-Festival nach Lünen. Für immer und ewig. Und genau in dieser Situation, als ich Präsident wurde, war der Aufruf da, können wir nicht irgendwo anders hin, macht mal Vorschläge. Ja, und ich war jetzt gerade Präsident geworden und man muss vorher sagen, ich war hier damals in der Stadt vorher Ratsmitglied. Und damals wurde zu diesem Theater der Hansesaal gebaut und das Hotel, also dieses super Zentrum, wo man ausstellen kann, wo man präsentieren kann, wo man wohnen kann. Und als diese Idee, Braunfels wollen wir nicht mehr, wir suchen etwas, da war das für mich sofort klar, dass eigentlich Lünen, ich kannte ja nicht viel anderes, dass eigentlich Lünen in jeder Hinsicht ideal ist. Von der Größe, von dem Zuschnitt, von den Einzellokationen, die wir hier haben. Und dann habe ich so ein kleines Exposé gemacht. Ich muss heute sagen, das war gut. Das war gut. Das war logisch aufgebaut, vom Großen ins Kleine. Und es waren natürlich alle aufgefordert, etwas zu
etwas vorzuschlagen. Und wie man die GDT so gut kennt, so groß war die Vorschlagsliste am Ende nicht. Das erste Lünen, das liegt ja jetzt sehr weit zurück. Also ich kann mich natürlich nicht an alles erinnern, aber es hat großen Anklang gefunden. Und es kam bei den Mitgliedern gut an und vor allen Dingen kam es auch beim Publikum sehr gut an. Es waren sehr viele Leute da, sehr viele Besucher und alle waren begeistert, weil viele Leute kannten ja von der Naturfotografie so gut wie gar nichts. Und deshalb ist das auch richtig gut angenommen worden und bis heute freuen sich alle auf Lünen. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, was da überhaupt heranwächst. Sondern gut, es hat vorher Braunfels gegeben, jetzt sind wir in Lünen. Und das ist unser jährliches Treffen. Naja, und das war schon eine tolle Sache, Leute aus aller Welt da zu hören. Aber auf jeden Fall war Franz Lanting dort und Art Wulff war mindestens zweimal da und viele andere weltberühmte Leute sind im Laufe der Zeit da aufgeschlagen. Wenn man auf die Wirkung, auf die Wahrnehmung der GDT schaut, dann sehe ich da eigentlich drei Stationen. Die eine Station, ich nenne sie mal Braunfels, die ist geprägt von einem Verein. Ein Verein versammelt sich selbst, schaut nach innen in den Verein und organisiert sich, tut etwas für sich. Das ist das Wesen eines Vereins und kommt seinem Satzungszweck nach. Gute Naturfotografien produzieren und abliefern. Aber der Fokus ist eigentlich nach innen. Dort gab es ein Treffen, man hat sich Arbeiten gezeigt, man hat sich gegenseitig aufgeladen und inspiriert, man hat sich ausgetauscht, die Begegnung war da, das hatte oft was vom Wiedersehenstreff und das war eine wirklich gute Ladestation. Dadurch, dass das GDT-Festival nach Lünen kam, hat sich etwas Maßgebliches verändert. Nämlich die GDT hat nicht nur nach innen geschaut, sondern sie hat nach außen geschaut. In Lünen gab es eigentlich am Anfang immer zwei Dinge. Nämlich das Fotofestival, auch für andere, nicht für sich selbst. Und es gab immer eine Mitgliederversammlung, die ja dann mittags stattfand. Und man hat irgendwann festgestellt, beides zusammen funktioniert nicht und hat dann die Mitgliederversammlung und das Festival entkoppelt, so wie wir es heute noch kennen. Das Fotofestival hat eigentlich den Art mit dem Geist, die Naturfotografie in die Welt zu stellen. Zu zeigen, was die Naturfotografie kann. Und zwar einmal Inspiration, eine Ladestation zu sein für die, die Naturfotografie betreiben. Anschlussmöglichkeiten zu schaffen, aber auch Statements in die Welt zu geben. Lünen ist seinem Selbstverständnis nach ein Ort, wo europäisch gewirkt wird. Durch den Wettbewerb, aber auch durch die Gäste, die da sind und im Selbstverständnis. Und ich glaube, das ist gut, dass die GDT mit ihrem Festival, mit ihrem Wettbewerb eine sympathische, große europäische Einladung ist. So will ich es mal sagen. Lünen hat ja einen Geist. Lünen lebt ja. Lünen ist ja dieses Familientreffen. Lünen ist in Lünen geht ganz viel, ja? Also für mich ist Lünen immer so ein unglaubliches Event der Vorfreude. Ich weiß genau, immer so im Herbst, wenn das so in die Richtung geht, dann habe ich immer so richtig die Vorfreude und diese Stimmung auf Lünen und freue mich einfach nur da hinzugehen, hunderte Menschen zu treffen. Die meisten, die begegnet man nur so im Gang und sagt, ja moin, wir sprechen einfach gleich und so, passiert dann nicht. Aber ist auch egal. Also einfach mit so vielen Menschen in Kontakt zu kommen, die das gleiche Hobby haben, die gleiche Faszination haben und dann da tief bis in die Nacht irgendwie mit den Leuten sich auszutauschen, teilweise über Fotografie, teilweise dann aber auch über andere Sachen, das ist für mich einfach immer der Hammer. Also wenn ich da hochfahre, dann baut sich schon die Spannung auf. Und dann kommst du da um die Kurve gefahren, wo der Parkplatz ist, dann guckst du, ob du irgendjemand siehst und dann geht sofort das Fenster runter und hupe und
Und dann kommen die am Donnerstagmittag so langsam, so, das füllt sich so. Dann kommen die Nächsten dann abends, wenn man in der Kellerbar sitzt, da kommen dann auch noch ein paar. Und der Rest kommt dann Freitagmorgens. Und man freut sich eigentlich über jeden, der kommt. Wenn alle anströmen, kommen die ja auch und holen ihre Karten ab. Das heißt, wir sind am Infotresen gefesselt, weil da unsere Hauptaufgabe dann besteht. Aber es kommen ganz viele vorbei, um uns zu begrüßen. Und ich sag mal, ich verteile mehr Umarmungen wie Karten in diesen ersten Stunden. Du kriegst nie so viel Streichelei am Wochenende wie auf diesem Festival. Lünen ist jedes Mal in dem Sinne ein Rausch. Das ist Schleuderwaschgang. In dem Sinne, was du an visuellen Eindrücken hast durch die Ausstellungen, durch die Vorträge, was du an Informationen bekommst, an viel zu wenig Schlaf, an viel zu viel Geplapper und so dieses Gesamtkonstrukt ist jedes Mal. Du fährst nach Hause und bist eigentlich so voll mit Bildern, mit Inspirationen, mit Gedanken und eigentlich erstmal viel zu müde. Ich glaube, das ist, ja, keine Ahnung, eine der Herzkammern der GDT auf jeden Fall, wenn nicht die Herzkammer. Abends im Harlekin, das ist schon auch... Was im Harlekin passiert, bleibt im Harlekin. Das ist schon auch ein wichtiger Teil von Lünen. Ne? Also auch diese Harlekin-Nächte, ich möchte sie nicht missen, auch auf die freue ich mich jedes Mal. Aber das ist, glaube ich, so... Also alle, die da unten jemals gesessen haben, wissen, glaube ich, wovon ich rede. Also, es gibt auf jedem Kongress Dinge, die... die besser nicht ans Tageslicht kommen, so auch im Sinne der Beteiligten. Und ich weiß auch gar nichts solche Dinge. Die Nächte in Lünen sind natürlich wahrscheinlich für viele der Beweggrund, dahin zu fahren. Oder das, was auf jeden Fall im Nachhinein dafür sorgt, dass man ein gutes Gefühl hat. Oder nicht so gut ist, weil man zu viel getrunken hat. Aber auf jeden Fall da unten in dieser Bar, sich mit den Leuten zusammenzusetzen und ein Bier nach dem nächsten zu trinken, bis tief in die Nacht, ist für mich auch immer wieder phänomenal. Also wenn man da irgendwie um 3 Uhr im Bett ist, dann ist das auf jeden Fall schon früh gefühlt. Es gibt auch kritische Stimmen. Ich denke dann sofort an Sandra. Wenn man um 3 Uhr sagt, oh, Leute, ich gehe jetzt mal nach Hause, dann fängt die sofort an. Die Nacht ist noch nicht zu Ende, hier geblieben. Na gut. Ja, also es wird da in Lünen nicht nur gearbeitet, sondern es gibt auch viel Spaß am Arbeitsplatz. Und der zentrale Arbeitsplatz ist Karens Festivalbüro. Das sieht nicht vor, dass da gefeiert wird. Da steht ein Computer, da stehen ein paar wichtige Dinge, da steht ein bisschen Verpflegung für die ganzen Mitarbeiter und Helfer. Da gibt es keine Musikanlage. Und auf einmal war das Büro voll Samstagnacht, nachdem die Bar im Ringhotel geschlossen hatte. Ich kann mich an einen italienischen Fotografen erinnern, der hat Ramazzotti mitgebracht. Mehrere Flaschen. Irgendeiner brachte auf jeden Fall Wodka mit. Und auf einmal gab es irgendwie ganz viele Getränke. Es war ganz furchtbar international. Man konnte sich nicht mehr rühren. Irgendjemand hatte Musik angeschleppt. Es gab auf einmal eine Box. Und das war so die Geburt der Büropartys, die es seitdem immer wieder auch in verschiedenen Varianten gibt. Aber das war für mich tatsächlich auch die schönste abends. Ja. Ja, also diese Partys da im Büro, die sind schon immer cool. Wenn man da irgendwie lang geht, dieses Büro, da geht man ja irgendwie 100-mal rein und raus, irgendwas vergessen mit den Leuten, das abholen, das hinbringen und so. Und dann ist irgendwie Samstag, man war das letzte Mal morgens da und dann geht man dann plötzlich irgendwann abends hin, du machst die Tür auf und dir kommt so eine Druckwelle entgegen, weil da plötzlich in diesem Büro, wo normalerweise mit 5 Leuten kaum noch Platz ist, sich umzudrehen, irgendwie 40 stehen und irgendwie ultra laut Musik läuft und es ist dunkel und stickig und die werden dir in die Hand gedrückt.
Also das ist schon irre. Also gerade dieser Kontrast ist bei diesen Partys immer so cool. Ich meine, was soll ich sagen? Mein Gott, haben wir gesoffen. So war es ja nicht immer. Also es gab da die unvorstellbarsten Dinge, wie einem das Leben so Steine in den Weg werfen kann. Zum Beispiel in einem Jahr, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, ist Wasser ins Theater eingedrungen. Die ganze Theatertechnik war lahmgelegt. Ich weiß nur, dass Karen heulend bei mir anrief und sagt, ich muss gleich rüberkommen, ich kann nicht mehr. Und ich dachte, was kann das alles jetzt sein, was ist es? Und dann kam sie rüber und sagt, ja, Theater steht unter Wasser, es wird wahrscheinlich kein Festival geben. Und dann wurde nach Alternativen gesucht, ein Zirkuszelt vor dem Theater draußen aufzustellen, Angebote für Zirkuszelte. Ich meine, man bestellt ja nicht jeden Tag ein Zirkuszelt. Das war schlimm. Also das war, glaube ich, das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe für das Festival. Ich kann auch gar nicht beschreiben, wie das damals alles funktioniert hat. Das war ziemlich nervenaufreibend und ich habe das wirklich so in Erinnerung. Wir haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Und es war ein Jubiläumsfestival. Das war 25 Jahre Lünen haben wir damals gefeiert. Also das war unfassbar, wirklich. Ja. Das macht Lünen für mich tatsächlich auch aus. Dieses Zögern bis zum Schluss, können wir das Festival stattfinden lassen oder nicht. Und alle Helfer stehen da. Es war sogar so, dass noch mehr Helfer dazu gekommen sind. Leute, die sonst nicht helfen, die sagen, mein Gott, das ist Wahnsinn, was ihr da macht. Ne? Braucht ihr Hilfe? Kann ich irgendetwas tun? Das war völlig verrückt. Und ich wusste genau, das ist jetzt auch ein Team in Lünen, das kriegen die aufgefangen. Das ist dann halt alles nicht perfekt, aber das kriegen die aufgefangen. Wir machen das so lange zusammen und auch mit so viel Herzblut und auch mit einem, es hat sich schon auch sowas wie ein Selbstbewusstsein entwickelt bei den ganzen Mitarbeitern irgendwie. Das ist auch normal, glaube ich. Und dass sie sich auch zutrauen, Situationen aufzufangen, die nicht ganz klar von oben vorgegeben sind. So, einfach ein bisschen zu improvisieren und eine Situation zu retten. Und das mussten die schon oft tun. Und das hat sich sehr bewährt in dieser Zirkuszeltzeit. Ja. Lünen sind ja alle die, die da zusammen an einem Strang ziehen, die zusammen was machen, die das aus Spaß machen, aus Freude machen und wo die linke Hand weiß, was die rechte macht. Das heißt, wir kennen uns und wir wissen genau um unsere Stärken und Schwächen und wir wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können und dass, wenn was schief geht, es ganz, ganz kurze Ketten gibt, den anrufen, die anrufen, Lösungen werden gefunden. Nichts ist wertvoller als ein gutes Team. Also nicht Team im Sinne von toll, ein anderer macht, sondern ich packe zu. Und das sind alles Schaffer. Das geht ja nicht nur uns an, die dort handwerklich arbeiten, sondern es sind ja auch die Leute in der Jury, die die kleinen Kärtchen schreiben, die Eintrittskarten drucken. Das sind alles Leute, die sind, glaube ich, völlig unbekannt, die niemand kennt. Aber ohne die funktioniert es einfach nicht. Und es geht nur darum, hier diese 3 oder 4 Tage, je nachdem, wie lange der Einzelne dort ist, möglichst schön gemeinsam zu verbringen. Das ist das einzigste Ziel. Es ist egal, was man für einen Beruf hat, was man sonst das Jahr über vielleicht für Sorgen hat, die vergisst man in den 4 Tagen komplett. Für mich ist Lünen auch auf jeden Fall ein ganz starkes Wochenende, wo man sehr viele Bilder sehr schlecht findet. Also auch nicht immer nur alles gut, sondern wo man ja auch selber dran wächst und sagt, okay, das ist vielleicht mein Bildstil, den ich mag. Das Bild finde ich super gut. Aber man sieht ja auch ganz viele Bilder, wo man sagt, das ist absolut nicht meins. Und das will ich auch nicht machen. Und ich finde, das hier auch hat irgendwie keine Berechtigung, hier zu hängen. Ich meine, das gibt's schon. Man läuft durch diese Ausstellung und sagt, boah, nee, was, das kann ich mir überhaupt nicht angucken. Und das finde ich super gut. Also dieser Kontrast ist einfach so hoch. Und das macht es ja auch aus. Also es sind nicht nur diese schönen Momente, wo man so total begeistert ist und wow, sondern glaube ich auch so ein bisschen was, wo man an sich selbst erfährt, was mag ich nicht, ja. Was finde ich gut.
Also diese Bandbreite ist ja auch sehr schön. Also ich glaube, wenn es jetzt einfach nur ein Festival wäre, wo es nur künstlerische Naturfotografie geben würde, dann wäre es nach einer Art auch langweilig. Mhm, ja. Man muss auch irgendwie einen Gegenpol haben und auch die Leute sehen, die für diese Fotografie stehen, sich total damit irgendwie auseinandersetzen. Ja. Die Ausstellung der ENJ-Eröffnung in Lünen, das ist jedes Jahr ein Highlight. Man freut sich drauf, durchzugehen, um die Bilder anzugucken, aber auch die Gespräche. Also den Freitagabend in Lünen, den möchte ich nicht missen. Die Gespräche, ein Bier davor, dann einen Sekt, eine Brezel und dann einfach dastehen und sich über die Bilder unterhalten. Also der Freitagabend ist immer grandios. Also die Wettbewerbe sind schon durchaus wichtig. Und es macht doch einfach Spaß, die Bilder anzugucken, mit Freunden davor zu stehen, darüber zu diskutieren, zu hören, was Sandra Batocha zu den Bildern sagt. Das ist auch immer großartig, immer an Sandra halten, das ist lustig. Und ja, dann macht es so Spaß, durch so Ausstellungen zu gehen. Die Sandra-Runde darf auch nicht fehlen. Ja, die Kritikausstellung quasi. Einmal durch die Ausstellung gehen, ich meine, das ist ja etwas, was man traditionell eigentlich durch jede Ausstellung macht. Man ist schon früher mit dem Fotoclub oder mit der GDT quasi durch die großen Ausstellungen gegangen. Früher war der Europäische Naturfotograf des Jahres auch in Berlin ausgehängt und ich kann mich erinnern, dass wir da auch mit der Regionalgruppe schon durchgelaufen sind, jedes Bild analysiert haben und, sage ich mal, kritisiert haben. Und das macht totalen Spaß, vor allen Dingen, weil man aus der Sicht der Jury oder auch der Sicht der Organisation ja genau weiß, wie Wettbewerbsergebnisse zustande kommen. Nämlich, dass das ja viel auch mit, sag ich mal, Situationen an dem Tag zu tun hat. Und im Grunde genommen muss ich sagen, war ich als junges Mädchen oder als junge Frau, war ich viel, viel respektloser und, sag ich mal, härter in meinem Umgang mit solchen Bildern. Heutzutage versuche ich eigentlich immer zu etablieren, zu sagen, Leute, nehmt es entspannt. Nehmt es entspannt, dass ihr nicht im Wettbewerb gewinnt oder freut euch darüber, wenn ihr gewinnt. Nehmt es einfach nicht zu wichtig, denn Wettbewerbe sind eigentlich nur wie eine kleine Lotterie. Man bewirbt sich so ein bisschen oder man nimmt teil, man freut sich, wenn man gewonnen hat. Und wenn man nicht gewonnen hat, versucht man es einfach mit dem nächsten los, im nächsten Jahr. Es ist einfach definitiv etwas, was man nicht so ernst nehmen sollte. Und jeder, den wir schon mal in eine Jury eingeladen haben, von den großen Kritikern, die an diesen Rundgängen teilnehmen, hat dann gemerkt, dass er selber in der Jury-Situation zum Teil auch nicht zu anderen Ergebnissen kommen würde, über die er später in der Ausstellung lästert. Denn 5 Jurymitglieder sind der kleinste gemeinsame Nenner und es kommt immer ein Kompromiss raus, dessen, was jeder individuell als ein gutes Bild wahrnimmt oder nicht. Darüber gibt es sowieso sehr viel unterschiedliche Wahrnehmung, was gut oder was schlecht ist. Die Ausstellung zum Europäischen Naturfotografen des Jahres wird natürlich in Lünen das erste Mal gezeigt, aber geht danach auf Wanderschaft in Deutschland, aber auch in Europa. Das heißt, also, es haben viele Nicht-Fotografen Zugang zu diesen Bildern und das, was uns gespiegelt wird oder das, was man auch erlebt, wenn man mal hinfährt in ein Museum und guckt, was da an Zuschauern kommt, sind einfach unfassbar viele positive Kommentare, Menschen, die wirklich sagen, so haben sie dieses Motiv oder dieses Tier oder überhaupt etwas noch gar nicht gesehen. Und ich glaube, der Reiz für die Leute liegt auch darin, dass dort so viele verschiedene Bilder gezeigt werden, also verschiedene Kategorien, aber auch innerhalb der Kategorien mit sehr unterschiedlichen Bildsprachen gearbeitet wird oder Bilder mit unterschiedlichen Bildsprachen durch die Jury am Ende ja ausgewählt worden sind. Und auch da spiegelt sich die ganze Bandbreite dessen, was Naturfotografie zu bieten hat. Das Naturfotofestival ist für uns alle was Besonderes, aber es gab dort auch weniger schöne Momente. 2007 war ein Schicksalsjahr für die GDT und Klaus Nigge hatte auf dem Festival in Lünen eine schwierige und gleichzeitig sehr traurige Aufgabe zu erfüllen. Ich habe das so empfunden, dass keiner hätte besser machen können. Das war also angemessen. Und dass Klaus Nigge dann auf der Bühne auch ja, mit
also mit Rührung und Tränen kämpfen musste, das war sicherlich nicht aufgesetzt. Und so ähnlich ging es dann vielen auch, als er dann sagte, ich sehe noch in seinem roten Pullover in Loge 1 unten in der Mitte. Und dann brachen bei vielen Leuten einige Dämme und das war sehr emotional und war auch ja, der Bedeutung, die Fritz Böcking für die GDT hatte, sehr angemessen. Das war furchtbar. Der Klaus, der hat so toll gesprochen. Ich habe nur da gesessen und nur gehofft. Das war ganz, ganz, ich sag jetzt mal, das war ganz furchtbar, aber es war ganz toll. Es war, der konnte ja selbst nicht richtig zu Ende reden. Und die Leute, die standen ja alle auf und ich habe da nur gesessen und habe nur geheult. Ich habe nur geheult. Ich konnte mich überhaupt nicht wieder beruhigen. Mr. Bojangles war das Lied. Da in dem Vortrag, das Lied Mr. Bojangles, das war so als Endlosschleife da drunter gelegt über die Bilder von Fritz. Und das war sehr, sehr anrührend. Das hat Klaus, wie so oft, sehr gut gemacht. Ich stand da und auf einmal applaudierte das ganze Publikum. Die standen mir alle in meiner Ergriffenheit an der Seite. Das ist der bewegendste Moment gewesen, den ich jemals hier auf der Bühne hatte. Das war ein Krach hier drin. Unser Vater hat uns verlassen, ja. Unser Fritz ist weg. Ich bin mir nicht sicher, ob allen Leuten wirklich so klar ist, was Fritz Böcking für die GDT ist. Also vor allen Dingen den Neuen heute. Ja? Also wenn man selber Präsident oder im Vorstand gewesen ist, dann merkte man immer wieder, oh, da Fritz, überall ist Fritz. Ja? Ich meine, der hat das Zentralorgan der deutschen Tierfotografie, Naturfoto, hat Fritz Böcking gegründet. Fritz Böcking hat das erste Buch über Digitalfotografie gemacht, das erste Buch über Vogelfotografie. Er hat den GDT mehr oder weniger initiiert, gegründet. Er war die Triebfeder davon. Er hat das Festival, er hat das Internationale. Da muss man gar nicht über mich reden, da muss man über Fritz Böcking reden. Wie alle, die wir heute hier meinen, das ist unser Festival, wir machen das, ja. Wir profitieren alle von der Arbeit von Fritz Böcking. Als Fritz Böcking starb, haben wir gesagt, wir müssen ihm ein ehrendes Andenken bewahren, weil er eben seine Arbeit, seine Art der Arbeit den jungen Fotografen vermittelt hat, haben wir gesagt, wir müssen die Jugend stützen. Und haben uns überlegt, mit Frau Böcking auch zusammen und mit der GDT, wie man das machen kann. Und so ist eigentlich diese Sache entstanden, der Fritz-Böcking-Preis, Nachwuchspreis. Und das, denke ich, da leisten wir auch einen Beitrag für den Nachwuchs. Das ist uns wichtig, dass das weitergeht, dass viele junge Fotografen mehr Lust auch verspüren. Und wir haben uns gedacht, die haben vielleicht auch nicht so ein Equipment sofort. Und das stützen wir, dass die sich auch entsprechend ihre Sachen kaufen können und dann fotografieren können. Und jedes Mal, wenn die Verleihung ist, freuen wir uns, dass sie eben auch international ist. Und das ist immer wirklich gut. Ich habe so ein gutes Gefühl in mir dabei.
Der Fritz-Pölking-Preis, der wurde als Strecke ausgelegt, weil es für Fotografen doch ein höherer Anspruch ist, eine Strecke auszuarbeiten, als wenn man Einzelbilder prämiert. Einzelbilder sind relativ leicht zu fotografieren, aber wenn man an einer Strecke arbeitet, erfordert das doch sehr viel Fingerspitzengefühl und konzeptionelles Arbeiten, dass man auch eine Struktur in diese Strecke hineinbringt. Und genau so hat Fritz Pölking gearbeitet. Und aus dem Grunde haben wir den Preis so eingerichtet, dass es eine Strecke ist oder ein Portfolio. Genau. Im Laufe der Zeit haben sich sehr viele Dinge geändert. Die GDT ist nicht stehen geblieben. Aber auch in der Fototechnik hat es sehr viele überraschende Entwicklungen gegeben. Es gibt ja in der Evolution des Lebens auf der Erde einen ganz, ganz entscheidenden Einschnitt. Das war dieser Meteoriteneinschlag, der die Saurier zum Aussterben gebracht hat. Der hat ja da die ganze Atmosphäre verdunkelt. Staub war da, kam keine Sonne mehr durch, die Tiere haben nichts mehr gefressen, sind ausgestorben. Und haben gleichzeitig anderen Tierarten, die besser angepasst sind, also Säugetieren, auch ermöglicht, dann diese Rolle einzunehmen. Also das ist wohl der größte bekannte Einschnitt in die Evolution des Lebens. Der Übergang oder der Eintritt der digitalen Fotografie in die analoge Welt gleich dem Meteoriteneinschlag, der die Dinosaurier zum Aussterben brachte. Ich war sofort begeistert davon. Ich bin der Letzte gewesen, der den Kodachrome 64-Film verlassen hat und hat einen Fuji-Film genommen. Da war ich der Letzte. Ich war der Letzte, der sich einen Computer angeschafft hat. Aber als die Digitalfotografie kam, da wollte ich der Erste sein. Ich war absolut dagegen. Ich habe mich jahrelang gewehrt gegen das Digitale. Vor allen Dingen, weil es am Anfang haben viele das gemacht, dass sie irgendwelche Bilder gedrückt haben. Digital war fast der Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre mit Fotografie auf. Ich habe es einfach nur gehasst. Ich war immer auf allen Schiffen, auf allen Expeditionen der Einzige, der noch mit Film gearbeitet hat. Und auf meiner letzten Schiffstour vor 3 Jahren holte ich auch meine analoge Kamera raus und habe dann fotografiert, musste einen Film wechseln. Der Eisbär, der vorm Schiff stand, war nicht mehr interessant. Die haben alle nur noch geguckt, wie ich einen Film wechsle. Haben das gefilmt und haben das fotografiert. Ich sage, Leute, da ist der Eisbär. Ja, aber das ist doch cool, das haben wir ja schon Jahre nicht mehr gesehen. Wenn ich nach Amerika komme und ich treffe meine Kollegen von damals, bist du denn schon digital? Ach, ich sage, du hast mich nicht vergessen. Dich vergessen wir nie, weil du hast immer gesagt, ich sage, sehr gut, darauf kommt es an. Man muss im Gespräch bleiben. Ich meine, heute arbeite ich selber damit. Aber es war schon eine gewaltige Umstellung. Ja, bahnbrechend, also schon revolutionär. Mit der Einführung der digitalen Fotografie ist ja quasi, das ist eine neue Welt. Hat sich damit aufgetan und, sage ich mal, die fotografischen Möglichkeiten haben sich damit so wahnsinnig potenziert an dem, was an Bildern, du kanntest Bilder machen, die hast du früher nur gedacht. Oh, dann waren sie plötzlich technisch möglich. Man kann Eisvögel beim Fischen ohne Blitz fotografieren, das ging früher nicht. Das musste man mit Blitzgerät machen. Damit ist man natürlich so beschränkt, auch in der Makrofotografie, Unterwasserfotografie, nach 36 Bildern musste man auftauchen, um seinen Film zu wechseln, eine andere Kamera zu nehmen. Das sind Dinge, die sind innerhalb von 20 Jahren so vorwärts gegangen und haben Impulse gesetzt, wie die früher viele, viele Jahrzehnte mehr gebraucht hätten. Wir können heutzutage viel mehr entwickeln, viel mehr ausprobieren, viel mehr am nächsten Tag daran weiterarbeiten und uns viel schneller entwickeln. Also es gab ja nie so viele hervorragende, herausragende Fotos
wie heute, wo man eigentlich nur staunen kann, was alles möglich ist und machbar ist. Ne? Früher hat dir die Kamera ganz einfach auch technische Fehler, die du gemacht hast, oder das Filmmaterial, was du zur Verfügung hattest, nicht verziehen. Oder auch die optischen Möglichkeiten waren arg begrenzt gewesen. Du konntest ja mit den Filmen bestimmen, welche Lichtqualität hast du, welche Farbtemperatur hast du, welche ASA-Zahl hast du. Da konntest du ja nicht mal eben sagen, ich wechsle jetzt von 400 auf 800 oder auf 1500 oder sonst irgendwas, sondern du hattest einen Film und der war 100 ASA oder 50 ASA. Damit warst du halt schon mal sehr stark limitiert. Wenn es abends dunkel wurde, dann war halt Feierabend. Ne? Selbst wenn man einen guten Belichtungsmesser hatte, musste man wissen, wie reagiert der in der Situation, in der. Und man konnte dann einfach nur hoffen. Und wenn man dann gar noch im Ausland war, in Afrika oder noch weiter weg, dann hat man einfach nur gebetet, bitte macht, dass diese Situation richtig ist. Und durch die direkte Kontrolle, die jetzt durch die Digitalfotografie möglich war, konnte man halt sofort schauen. Und das ist die Lernkurve ist so nach oben geschossen. Man hat das Histogramm geguckt und gesagt, oh, Belichtung nicht ganz in Ordnung. Das war schon Wahnsinn. Dass man heute direkt gucken kann, und man muss nicht zwei Wochen warten, bis man gesehen hat, was man vor zwei Wochen gemacht hat, das ist ja unvorstellbar, ein unvorstellbarer Vorteil. Dass nicht jedes Mal draufdrücken 50 Pfennig, damals Pfennig, kostete. Ja, sondern ist ganz egal, ich mache mal eben 1000 Variationen von irgendetwas und nachher am Computer suche ich da drei raus, wo das alles irgendwie auf den Punkt kommt. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, die Masse einfach. Und das kennen wir alle, wir kommen nach Hause und haben wieder 10.000 Bilder auf der Festplatte. Diese Vorteile, die wir jetzt haben, wenn ich jetzt hier, wir haben die großen Karten drin, 256 Giga oder weiß ich was, da kann ich in höchster Auflösung 2000 Bilder machen. Und wir haben früher ganz viel versäumt dadurch. Guck mal, wir haben ja, irgendwelche springenden Affen von einem Baum und da kamen hinten die Großen, da haben wir gesagt, oh, wir haben ja nur noch 10 Bilder, jetzt sparen wir mal beim Film, weil wir nicht so schnell wechseln können dann, ne? Oft haben wir auch, dass der Zweite die Kamera gereicht hat, aber du musst halt das Objektiv ummachen oder so. Also haben wir gespart und die Hitten drehten um und kamen nicht. Und heute würden wir jeden machen, da müssen wir nicht sparen. Kannst jedes machen, alles, was du kriegst, und da hast du bessere Chancen eben. Das heißt, dass du viel mehr probieren kannst und auch wagen kannst dann. Wenn ich heute mit Film fotografieren würde, die Menge, die ich mache, dann müsste ich jeden Tag so eine kleine Tasche voll Filme manchmal zum Fotohändler bringen, damit er sie fortschickt zum Entwickeln. Das ist nicht mehr zu bezahlen. Gut, man hat dort anders fotografiert, nicht so viele Bilder gemacht. Aber je mehr Bilder ich mache, desto mehr habe ich manchmal die Chance, dass eben das eine dabei ist, wo das Auge glänzt und wo alles passt. Und das ist der große Vorteil von dem heutigen digitalen Fotografieren. Die digitale Technik hat es nicht unbedingt einfacher gemacht. Sie hat manche Probleme gelöst, aber es sind neue Probleme entstanden. Die Kameras brauchen heute alle Akkus. Die Kameras brauchen alle seltene Erden, damit sie hergestellt werden. Das sind Millionen und Abermillionen von Sensoren. Da ist überall Gold drin, da ist überall Platin drin, da ist überall alles Mögliche drin. Also der Umweltgedanke ist aus meiner Sicht nicht ganz so relevant. Gut, wir haben früher Filme gebraucht, wir haben Entwicklungen gebraucht, das war alles Chemie. Heute hat sich das bloß woanders hin verlagert. Wir brauchen Kabel, wir brauchen Displays, wir brauchen den ganzen Inhalt dieser Kameras. Das kommt ja auch nicht von den Bäumen. Das Schöne an der alten Zeit mit den Dias oder auch mit den analogen Fotos ist, das Foto war noch was wert. Man hatte ein gutes Foto und das war was Besonderes, das war was Großartiges. Und heutzutage ist man einfach ein bisschen übersättigt und der Markt ist übersättigt und alle sind übersättigt, übersieht man gute Fotos. Und das vermisse ich ein bisschen, beziehungsweise ich finde es schade, dass ich das so nicht miterleben konnte, weil früher, wenn man da ein gutes Foto hatte dazwischen, dann war es halt wirklich auch so, dass man auch, ich glaube, es hatte einen ganz anderen Wert früher, weil man nicht so überflutet wurde. Wenn einer sagt, der
Blauer Eisberg von Cherry Alexander, mit dem die 1995 bei der BBC den Gesamtsieg gewonnen hat, den kennt jeder. Und der Eisbär von Norbert Rosing, der da auf dem Bauch liegt, den Hintern in die Höhe gestreckt, das war also zum Beispiel auch auf dem Buch von National Geographic die 100 besten Naturaufnahmen, was weiß ich, des Jahrzehnts oder so, als Titel. Das kennt wahrscheinlich auch jeder. Und dieser Galapagos-Bussard, der sich auf der Schildkröte niederlassen will, gerade von Fritz Böcking, das hat also sicherlich zu seinem Renommee sehr viel beigetragen. Das ist auch so eine Ikone. Heute werden solche Bilder umgehend nachgemacht. Es gibt immens viele Bilder, die heute gemacht werden, die vor 20 Jahren Ikonen geworden wären, die aber heute im Ozean der Bilder komplett untergehen. Ja, so schade wie das ist, aber es ist so. Also für die breite Masse der Bilder trifft das wahrscheinlich zu, dass der Stellenwert eines einzelnen Bildes nicht mehr der gleiche ist wie vor 20 Jahren. Ja. Wo es viel weniger Leute gab, die fotografiert haben, wo es viel aufwendiger war, zu einem fertigen Foto zu kommen. Und wenn man das irgendwo gesehen hat, dann war das ja auch noch einen Schritt weiter in irgendeiner Veröffentlichung oder so. Heute, ich könnte jetzt, während wir hier sprechen, ein Foto machen und das wäre in 10 Sekunden bei Instagram und jemand anders müsste dann mal wieder durchswipen. Also die Hemmschwelle ist einfach eine ganz, ganz andere, irgendwelche Inhalte im Internet zu veröffentlichen. Und wahrscheinlich ist es so, dass man sagen kann, dass einzelne Fotos einen kleineren Stellenwert haben als vorher. Aber ich glaube trotzdem, dass man immer noch mit herausstechenden Fotos oder mit herausstechenden Serien Leute nach wie vor gut erreichen kann und das nicht komplett untergeht in der Masse. Also wenn ich mir Bilder einiger Fotografen anschaue, bin ich immer wieder beeindruckt. Also ich glaube, man muss einfach feiner selektieren. Man muss einfach schauen, es gibt eine große, breite Masse guter Bilder, auch sehr guter Bilder und es gibt trotzdem immer wieder herausragende Bilder dazwischen und auch die auch wieder in großen Fotowettbewerben mehrfach auftauchen und überall dann auch Preise gewinnen. Und auch die können, glaube ich, heutzutage noch Ikonenbilder sein, weil ich erinnere mich ja auch immer wieder an Fotos, die vor 5 Jahren viele Preise abgeräumt haben. Und ich glaube, an die werden wir uns auch in 10 Jahren noch erinnern, wenn wir sie wieder sehen, dass wir wissen, von wem das ist. Und ich glaube, enttäuscht sein muss man da nicht. Ich glaube, man muss einfach nur ein bisschen genauer hingucken, weil es einfach mehr geworden sind. Aber die guten Bilder sind trotzdem dazwischen, weil die besonders guten. Für mich, also ich weiß, es gibt heute gute Bilder, die gut sind, obwohl ich sie nicht gut finde. Also das heißt, was für mich jetzt speziell ein gutes Bild ist, das muss schon thematisch und von der Formsprache so sein, wie ich es gut finde. Und bei mir ist das so, also ich mag eigentlich wenig Bilder, die, sagen wir mal, etwas zeigen, was ich nicht sehen kann. Ja, es gibt ja heute in der modernen Fotografie sehr viele Dinge, die durch Unschärfen und so weiter, durch im Grunde genommen visuelle, fotografische Effekte etwas produzieren, was das Auge nicht sehen kann. Das ist eine Art von Fotografie. Die andere Art von Fotografie ist, dass ich immer nur Vorgefundenes nehme und durch Ausschnittwahl, durch Weglassen von Störendem und durch Konzentration, aber immer im echten Sehbaren bleibe. Das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte, rein formal. Damit das Spektrum ist breit, ich habe da diesen Bereich auf diesem Rand davon. Aber ansonsten sind es Bilder, die einerseits entweder eine ganz pure Schönheit ohne irgendwelche Bezüge, die einfach nur in Schönheit sterben sozusagen. Da muss ich nichts problematisieren, da muss ich keine Geschichte sehen, keine Botschaft oder irgendwas, sondern einfach nur pure Schönheit ist eine Sache. Und das Zweite sind eben so spannende Sachen, wo Sachen auf den Punkt gebracht werden. Also meine Fotojournalismus heißt ja nicht eine Geschichte in vielen Bildern zu erzählen, sondern möglichst in ganz wenigen Bildern ganz viel zu erzählen. Also das heißt, der richtige Moment, das richtige Umfeld, das in einem Bild sozusagen alles ganz konzentriert zusammenbringt, das ist für mich ein richtig gutes Foto. Generell ein gutes Bild für mich, das hat so einen ganz unbeschreibbaren Charakter. Man guckt das an
und man weiß sofort, dass es ein gutes Bild ist. Man muss da nicht drüber nachdenken, man muss nicht irgendwie gucken, ist das technisch einwandfrei, ist irgendwo was angeschnitten, keine Ahnung, man guckt sich das an und es ist gut. Es muss mich berühren. Es muss nicht technisch perfekt sein, aber es muss mich berühren. Hier drinnen. Dann ist es ein gutes Bild. Und es muss im Kopf bleiben. Ein gutes Bild muss Emotionen auslösen in allererster Linie. Das Bild muss überhaupt nicht perfekt komponiert sein. Und deswegen ist es für mich auch schwer zu beschreiben, was ein gutes Bild ist. Weil, ehrlich gesagt, man sieht's und es berührt mich. Was für mich ein gutes Bild ausmacht, das ist immer noch so ein Bild, bei dem ich spontan wow sage. Toll. Also es können die unterschiedlichsten Ansätze sein. Ich vereinzelte Bilder hier von Paul Hermansen, Dokumentation, ein Sperbermännchen, das versucht, einen Eichelhäher zu greifen im Flug. Oh, das war so ein Baubild. Oder ein Bild von Claudia Müller auf Bornholm aufgenommen, der Schattenriss einer Schwalbe unter dem Schattenriss eines Daches, pure Architektur, reine Grafik. Das können die unterschiedlichsten Sachen sein. Bilder, bestimmte verwischte Bilder von Klaus Tamm durch was durchgenommen. Also ich weiß noch diese rote Orchidee, deren Namen ich vergessen habe, von Sandra Batocha, damals vom Wald waren das auf dieses Bild, das habe ich heute noch, dieses Rot aus diesem Grün hervorleuchten. Also das sind einfach Bilder, bei denen du einfach nur wow sagst. Das können die unterschiedlichsten Sujets sein, ob Action, ob Abstraktion oder sonst irgendwas. Ein Bild, bei dem man aufhört zu analysieren und zu denken, sondern einfach nur emotional berührt ist. Ich glaube, das macht für mich ein gutes Bild aus. Die Naturfotografie ging in den letzten Jahren eigentlich mir oft mal in der Richtung ein bisschen gegen den Strich. Man hat immer gemeint, man muss irgendwas machen, damit es mehr nach Kunst aussieht. Ich finde, ein Buschwindröschen ist auch ohne Doppelbelichtung eine schöne Pflanze oder ein Leberblümchen. Hin und wieder ist so ein Bild schon reizvoll, aber es gab Jahre, wo das richtig überhand genommen hat. Das muss Kunst sein und ich muss irgendwas machen, dass ob das dann noch das Naturfotografie in dem eigentlichen Sinn ist, wenn das nur als Kunst betrachtet wird, ist in Ordnung. Aber dann sollte das die Kunst sein. Und die Naturfotografie sollte doch überwiegend das Dokumentarische, die Schönheit der Natur zeigen oder auch das Verletzliche und so weiter. Aber dabei bleiben. Ich muss nicht jede Pflanze doppelt belichten oder... Also da konnte ich manchmal nicht folgen. Das war nicht mein Stil dann. Wenn ich aber alles Kunst zu nennen, nur weil es unscharf ist, da wehre ich mich auch dagegen. Also so ist es nicht. Wenn das ausgewogen ist schon, wenn die einen total an den Rand gedrängt werden, ist es, glaube ich, ungerecht. Aber wenn das so parallel ungefähr ausgewogen ist, dann ist das okay. Also ich finde es vollkommen in Ordnung, dass man eine Natur als Palette betrachtet und tolle Bilder macht. Aber mich stört dann persönlich, dass man sich nicht weitergehend damit auseinandersetzt, mit dem, was man fotografiert. Es ist schwierig. Also da ich ja wirklich aus der anderen Ecke komme und eher auch bis heute Naturkundler bin als Naturfotograf, erscheint es mir unvorstellbar, dass es einen nicht interessieren kann. Also ich fände es auch wichtig, was man kennt, liebt man. Es geht auch ein bisschen um Verantwortung. Naja, ich nehme jetzt große Worte in den Mund. Aber dass man seine Umwelt, seine Mitgeschöpfe einfach kennt und sich ein bisschen für sie interessiert, über die Komposition hinaus. Ich denke, das ist nicht ganz unwesentlich. Also wir fotografieren ja sehr künstlerisch und motivieren vielleicht Leute, dasselbe genauso zu tun oder so ähnlich und sich lange mit einem Motiv zu beschäftigen. Und diese künstlerische Fotografie funktioniert ja meistens nur, wenn man sich lange mit einem Motiv beschäftigt. Ich kann nicht einfach rausgehen, ganz schnell ein Bild machen und dann wieder nach Hause gehen. Das klappt vielleicht manchmal, aber nur
Nicht immer. Und wenn man jetzt quasi Leute erreicht, die auch sowas machen wollen, künstlerische Fotografie, und sich lange mit einem Motiv beschäftigen, dann setzt das ja auch voraus, dass man sich mit der Natur beschäftigen muss. Also ich muss mir erstmal anschauen, okay, was für ein Vogel sehe ich da überhaupt? Und um den künstlerisch fotografieren zu können, glaube ich, dass man einfach sehr, sehr viel über diesen Vogel lernen muss. Und dann kaufe ich mir halt ein Vogelbestimmungsbuch und gucke, aha, welcher Vogel sitzt denn immer hier in der Stadt und mit welchem Vogel kann ich mich total lange beschäftigen, weil er gerade so zahm ist und ich dadurch einfach andere Bilder machen kann. Und das hatten wir jetzt beim Online-Kurs genauso, dass Leute einfach angefangen haben, sich Vogelbeobachtungsbücher zu kaufen, um mehr über Tiere zu lernen oder anfangen, Naturtagebuch zu schreiben, weil ich natürlich sehen muss, okay, wenn ich genau zu dieser besonderen Szene im Jahr da sein muss, dann muss ich halt auch wissen, okay, wann passiert das überhaupt im Jahr? Wann kommen Mauersegler wieder, wann gehen sie weg? Und sowas funktioniert ja auch durch Fotografie. Rund um die Fotografie, dann ist, so wie Jan das eben beschrieben hat, wahrscheinlich ein Punkt. Wenn man jetzt aber mal Fotografie irgendwie als Aufklärung sieht, dann ist wahrscheinlich die Fotografie, die wir betreiben, nicht so gut dafür zu gebrauchen, irgendwelche komplexen Abläufe in der Natur oder irgendwo auch Natur-Mensch-Kombinationen zu zeigen. Da ist dann eine weniger künstlerische Fotografie und eine eher abbildend dokumentarische wahrscheinlich besser geeignet. Zu sagen, es findet kein Naturschutz mehr durch Fotografie statt, weil der Bildstil sich aber immer weiter verkünstelt, würde ich sagen, ist definitiv falsch. Es ist einfach wichtig, dass es sehr, sehr divers ist. Und je diverser es ist, desto mehr Leute kriegt man wahrscheinlich auch angesprochen. Ich glaube, die Naturfotografie, die ist so breit und so vielfältig wie die Anzahl der Menschen, die sie betreiben. Und das ist gut und richtig so. Das ist ein wirklicher Schatz. Die Naturfotografie ist reicher geworden, indem sie andere Genres integriert hat und indem sie ist weiblicher geworden, sie ist emotionaler geworden. Und das macht sie definitiv reicher. Ich erinnere mich an ein Buch. Wir haben jetzt hier nochmal ein Buch GDT Naturbilder. Das ist, glaube ich, in der Zeit von Klaus entstanden. Ich muss mal gerade reingucken, in welcher Zeit das war. Das ist 95 entstanden. Und die Texte hat Klaus gemacht und Klaus hat das verantwortet als Präsident, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist auf der Titelseite ein Bild von Dietmar Nill, das eben genau in diese Zeit passt. In diesem Buch, das eine Gemeinschaftsaufgabe der GDT war und eben das war da. Da sind sehr klassische Dinge drin, handwerklich exzellent, aber es sind auch im andere Dinge drin, die auf dem Resonanzboden von Lanting und anderen entstanden sind. Wir haben hier so eine Seite, wo Gnus sozusagen in Motion durch die Savanne gehen. Und dieses Bild von Dietmar Nill auf der Titelseite ist ja ein Statement. Es geht weiter mit der Naturfotografie, das ist ja nicht zufällig. Ich bin sicher, das hat Klaus ausgesucht. Und insofern, in der GDT hat sich immer was verändert. Diese Bilder waren ein Hingucker, nicht weil sie technisch anders gemacht seien, sondern weil sie die Naturfotografie auf ein weiteres Feld geführt haben. Man schreibt halt den Frauen immer zu, dass sie quasi diese weibliche Sicht in die Fotografie gebracht haben. Aber sobald man sich anfängt, mit Fotografie zu beschäftigen, auch in der Historie, sind es oft die Männer, die auch diese Stilarten schon längst gemacht haben. Und ich empfinde auch, in der Naturfotografie gibt es manchmal dieses, ach, du fotografierst so kreativ, oder ach, diese künstlerische Naturfotografie von. Und ich denke immer so, oh Leute, ja, also künstlerisch kann auch total dokumentarisch sein. Also jemand, der total klar und deutlich fotografiert, kann total künstlerische Bilder machen. Das heißt, da werden schon erstens die Adjektive vertauscht und zweitens oder fehl benutzt. Und zweitens ist es so, dass halt Leute wie Ernst Haas haben schon Wischerbilder gemacht und das schon sehr viel früher als jede Frau wahrscheinlich, die man heute dafür hochlobt. Und selbst, sag ich mal, in der GDT sind jemand wie Markus Botzek, der unscharfe, träumerische Doppelbelichtung von Ahornhörnern oder Frauenschuhen gemacht haben, der wurde dafür natürlich anfangs total belächelt. Und insofern hat er es vielleicht hart, das einzuführen, weil in dieser männerdominierten Szene diese Fotografen schwieriger hatten, diese Themen einzuführen in die Naturfotografie. Das ist dann wiederum
was die Frauen vielleicht nicht als Leistung, das ist nämlich nicht ihre Leistung, sondern es war einfach so, dass wenn Frauen mit dieser Art von Fotografie gekommen sind, dann hat man es bei ihnen akzeptiert, weil man sie von Anfang an in diese Richtung geschoben hat. Aber innovativ oder, sage ich mal, wir haben diese Sachen nicht erfunden. Wir haben sie vielleicht lediglich salonfähig gemacht. Also ich habe mich auch selber immer gefragt, bin ich eigentlich richtig in der GDT? Die Sache ist einfach nur, ich habe mich immer wohlgefühlt unter Naturfotografen. Ich habe mich nie wohlgefühlt unter Künstlern, weil das für mich eine artifizielle Szene ist in irgendeiner Form. Und für mich sind die Naturfotografen so geerdete Menschen, die einfach irgendwie Lust haben, draußen was zu unternehmen. Und auch das Socializing ist natürlich wichtig. Aber bildnerisch bin ich natürlich nie von diesem Bestimmungsbuch-Ding gekommen oder auch nicht von der Seite, irgendwas dokumentieren zu wollen, sondern für mich war der kreative Angang, irgendwie mit Form, Farben, Licht zu spielen, eigentlich vom ersten Moment an eigentlich die bedeutende. Und da bin ich aber auch sehr auf fruchtbaren Grund gestoßen, denn ich bin halt in diese GDT-Gruppe gekommen, als Claudia Müller auch schon in der GDT war. Und Claudia Müller war halt für mich auch eine der Wegbereiterinnen, der, die halt Mut hatten, schon damals andere Sachen zu zeigen. Ich kann mich erinnern, dass ich halt auf einem der ersten GDT, sage ich mal, Dia-Vorstellung gekommen bin und Claudia hat unscharfe Ringelblumen gezeigt aus ihrem Garten. Und ich glaube, die Männer haben sie natürlich nur belächelt, was sie da gezeigt hat. Aber für mich war das so ein Wahnsinn. Also auch sozialisiert aus einer Welt, in der halt primär Männer, auch Männer in Fotoclubs, Bilder gezeigt haben, die oft auch so langweilig waren, weil sie irgendwie einen Spaziergang um See gemacht haben und dann irgendwie ein bisschen fotografiert haben und dann irgendwie schlechte Dokumentationsbilder gezeigt haben. Für mich war schon von Anfang an eigentlich ganz bedeutsam, dass Fotografie für mich nicht eine Dokumentation dessen ist, was ich sehen kann, sondern dessen, was ich sehen möchte. Also den Betrachter auf etwas aufmerksam machen, was er nicht sieht. Denn ich denke, wozu muss ich jemandem zeigen, wie der See aussieht? Da kann er ja selber rumlaufen und das sehen, sondern die Fotografie eröffnet mir ja Möglichkeiten, Dinge zu zeigen, die ein anderer nicht sieht. Also das war für mich von Anfang an sehr wichtig und da muss ich sagen, war halt Claudias Arbeiten waren da für mich so der Moment, wo ich sage, da ist schon jemand, da macht jemand das und der traut sich das. Ja, vielleicht ganz am Anfang hat man gedacht, oder habe ich gedacht, ja, so müssen Bilder sein, aber irgendwann habe ich sie in Frage gestellt oder habe gedacht, ja gut, aber eigentlich siehst du etwas anderes oder eigentlich willst du etwas anderes. Ich möchte eigentlich kein Dokument, sondern ich möchte das, was ich erlebt habe oder was ich fühle, was ich empfinde, das möchte ich in mein Bild haben. Dass sich das vielleicht auch spiegelt für den Betrachter, dass er die Situation nachempfinden kann, wie es war. Dass das Licht tanzt, dass Farben glühen, dass Situationen total abstrakt sein können, wie aus einer Zauberwelt oder völlig verfremdet und so, dass das, was ich gesehen habe, in dem Bild war und von anderen vielleicht wieder gesehen wird. Und ich sage mal, ich habe diese Erfahrung oft gemacht, wenn ich meine Bilder in irgendwelchen Ausstellungen auch gezeigt habe, wo dann Leute zu mir kamen, wissen Sie, ich habe noch nie rotes Wasser gesehen. Und wenn man dann den Leuten erklärt hat, hey, das nächste Mal geh einfach beim Sonnenuntergang, geh runter an den See und schau einfach auf das Wasser zu deinen Füßen, was dort passiert. Und wenn vielleicht noch der Wind weht und du große Wellen hast und das letzte Licht sich in diesen Wellen bricht, dann sieht es aus, als wenn Flammen tanzen. Und wenn man dann die Leute später irgendwann wieder getroffen hat, Frau Müller, Sie hatten recht, ich habe das gesehen mit dem roten Wasser. Und das sah aus, als wenn es brennt. Sie hatten recht, es war so wie auf ihren Bildern. Aber dann hat man was geschafft. Die Rolle der Frauen in der GDT hat sich natürlich ganz entschieden verändert. Als ich in die GDT reinkam, war das eine Vereinigung von fotografierenden Männern. Viele kamen aus der Jagd und haben nebenbei die Fotografie entdeckt auch. Und Frauen, die da in der GDT auftauchten, waren nur vereinzelt.
Ich kann mich noch erinnern, den ersten Bildband, den ich damals hatte über Fotografieren von Tieren. Damals gab es nichts so wie heute, da gab es kein Pölking-Buch oder sowas. Das erste Buch, was ich hatte, Karl Albrecht von Treuenfels, Fotografieren von Wild und Vögeln hieß das. Muss man sich mal vorstellen, ja. Und in der GDT waren auch die Rubriken in Wettbewerben und so weiter immer ganz stark auf jagdbare Arten. Und das war natürlich damals eine Männerdomäne. Viele Leute sagen, das ist genetisch auch festgelegt, dass das eine Männerdomäne ist, da will ich überhaupt nichts zu sagen. Aber deswegen war das insofern konsequent. Und für mich bemerkenswert in dem Zusammenhang, es gab damals eigentlich zwei Frauen, es gab drei Frauen in der GDT. Es war die Denzhaus, die als Frau Gertrud Denzau als Wissenschaftlerin da war. Und dann gab es Margarete Bink. Und Margarete Bink, die hatte ein Novoflex-Objektiv, so ein gewehrartiges Teil. Die trug auch einen tarnfarbigen Försterhut. Und das war Margarete Bink. Ich bin in die GDT aufgenommen. Da war Herbert Maas Präsident der GDT. Und wir Frauen von den Mitgliedern, die jetzt auch im Vorstand waren, wir waren, damals war das ja auch noch alles so offen. Und wenn dann der Vorstand tagte, waren wir Frauen natürlich dabei. Und wir Frauen haben die Männer aber auch nicht so wichtig genommen. Und weiß ja, wurde gestrickt und sonst irgendwie was. Aber und dann haben wir uns das angehört. Also für mich war das immer ganz spannend zu hören, wie die sich so gaben und wer das so war und was die so redeten. Und dann haben wir auch schon mal gelacht. Und auf jeden Fall hat Herr Maas uns da rausgeworfen. Und da sage ich, nee, also da will ich Mitglied werden. Und wir waren, unsere erste Reise oder ersten beiden Reisen von einem Geld, was wir eigentlich gar nicht übrig hatten, was wir eigentlich ins Geschäft stecken wollten, waren wir in Afrika. Und da habe ich mit der Rollei, mit der zweiäugigen Rollei, der Rollei 35, auch Bilder gemacht. Und da waren auch Tiere drauf. Also Landschaft und ganz hinten war dann mal so eine Elefantenherde zu sehen oder so Kleinigkeit. Also ein Tier war drauf und die habe ich eingereicht. Und das Schlimme ist ja, dass sie dann nachher sagen, ja wieso, die Bilder, die hat doch der Fritz gemacht. Deshalb ist er da nur reingekommen. Da war ich schon ein bisschen sauer. Ne? Also von den ganz Alten kann natürlich auch sein, dass sie heute das auch noch glauben. Ich weiß es nicht. Aber auf so wie die Jungfrau zum Kind bin ich dann zur GDT gekommen. Aber mit eigenen Bildern, mit 10 eigenen Tierfotos. Gertrud hat zum Beispiel das erste Mal eine Geburt eines frei lebenden Wildesels auf der Welt. Ist noch nie beobachtet, gab nur eine. Von einem afrikanischen im Zoo Basel. Und jetzt war sie die Erste, die das draußen in der Natur gesehen hat. Also ich habe zum Beispiel Geophysik studiert und ich war auch die einzige Frau in der Geophysik in dem Studiengang. Und ich habe mich nie als Frau empfunden. Ich war immer eine unter allen. Also ich habe mich nie als was Besonderes gesehen, also ob das andere Männer waren oder Frauen. Als du promoviert hast in der Geophysik, hat irgendjemand gesagt, die 9. Frau in der Geophysik, die promoviert. In Deutschland, ja. Das machen Männer. Und wir haben ja heute oft noch, weil wir ja beide Doktoren sind, und wenn ich angeredet werde, und da sagen sie immer, die Frau vom Doktor, nee, sag ich dies auch. Und das ist also für viele Leute, in vielen Ländern ist das ungewöhnlich, sagen wir so. Fotografie war ein teures Hobby, da kannst du jederzeit von gehobenen Mittelklassewagen kaufen, von deiner Ausrüstung. Welche Frau in den 70ern, 80ern konnte sagen, ich kaufe mir jetzt einen 600er aus der Haushaltskasse und gehe jetzt fotografieren? Das war ein Vorrecht, das den Männern, ich sag mal,
Das war deren Vorrecht, das konnten die machen, aber die Frauen konnten das nicht. Wenn Frauen dann fotografiert haben, dann haben sie das vielleicht mitgemacht, dieses Hobby. Haben dann gern die abgelegte Kamera des Mannes bekommen, das nicht mehr aktuelle Modell, das schlechtere Tele, weniger lichtstark, und sind dann sozusagen auf die gleiche Reise gepirscht worden. Und wenn sie dann im Vortrag Bilder beigesteuert haben, dann konnte man das im kleineren Kreise auf Nachfrage sagen, sag mal, wer hat denn dieses Bild gemacht? Und dann kam irgendwann mal raus, ja, das hat sie gemacht und gar nicht er, aber er stand mit dem Vortrag da vorne auf der Bühne. Und es waren sehr wenige Frauen, die zu der Zeit aus eigenem Antrieb raus fotografiert haben, wo, ich sag jetzt mal, im Endeffekt der Mann schmückendes Beiwerk und Rucksackträger war und nicht umgekehrt. Man muss natürlich bedenken, dass die ostdeutschen Frauen zu 90-95%, wie man in der DDR gesagt hat, werktätig waren. Also sie haben Arbeit gehabt, volle Arbeit. Und man weiß ja, die Frauen sind doppelt belastet, Kinder und. Und wie viel Zeit bleibt dann halt für eine Frau für ein ausgeprägtes Hobby, was dann die Männer für sich in Anspruch nehmen? Und wenn dann beide das Gleiche machen, dann ist das in der DDR schon durchaus schwieriger gewesen als das heute vielleicht. Heute gibt es, glaube ich, da keine so großen Unterschiede, aber auf dem Weg dahin gab es schon in der GDT Frauen, die sich da herausgetan haben und in dem Bereich Landschaftsfotografie mit bestimmten neuen Techniken und Pflanzenfotografie ebenfalls, unter anderem mit Doppelbelichtung und auch Wischbilder und Bilder von verlaufendem Wasser und so weiter, da zuerst in den Wettbewerben auch vorne gelegen haben. Das kann man sicher so sagen, ja. Da müsste man sicherlich Sandra Batocha herausstellen, die zu einer bestimmten Zeit diese Art Fotografie revolutioniert hat. Sandras Fotografie hat, glaube ich, viele Fotografen Europa und weltweit beeinflusst. Sie war oft nicht die Erste, die etwas gemacht hat, oder manchmal war sie es auch, aber sie hat es so gut gemacht, dass sie damit Maßstäbe gesetzt hat. Also ganz, ganz klar. Selbst wenn sie es nicht als Erste gemacht hat, hat sie es häufig als Beste gemacht. Das kann man einfach überhaupt nicht anderes sagen. Und ich habe ja zusammen mit ihr dieses Projekt gemacht, Lys, an Intimate Journey to the North. Und ich war immer wieder beeindruckt von der gnadenlosen Disziplin, mit der sie fotografiert hat, unter den widrigsten Umständen. Ich weiß noch einmal, da waren wir auf den Lofoten und es war vollkommen langweilig. Es war verschneit und grauer Himmel und die See lag da. Und ganz plötzlich kam ein Sturm auf. Und Sandra hat das Potenzial sofort erkannt und ist durch riesige Schneewehen, und sie ist ja nicht sehr groß, so durch, hat ihr Stativ da aufgebaut und hat diesen entscheidenden Augenblick eingefangen. Und das war eingefangen. Ich war fasziniert von der Art, wie sie sieht. Sie sieht das Potenzial sofort und weiß sofort, wie sie es umsetzen muss. Da wird nicht überlegt, welche Einstellung, wie mache ich das, sondern das geht einfach. Und das ist hochprofessionell. Das hat man ganz, ganz, ganz selten. Dieses Sehen von Licht, von Komposition und das perfekte Umsetzen. Also es ist schon sehr bewundernswert. Ich glaube, dass die positive Mitgliederentwicklung der letzten Jahre ein Ergebnis der Öffnung in die verschiedenen Bereiche der Naturfotografie ist, und sich das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen beschleunigt hat dadurch, dass wir unseren Namen auch entsprechend angepasst haben. Die Namensänderung der GDT war ja ein sehr langwieriger Prozess. Das ist absolut verständlich, weil ein Verein mit Tradition, der wirft seinen Namen jetzt einfach über Bord.
vor allem wenn er auch eine Bedeutung für den Verein hat und nicht einfach irgendein Kunstname ist. Und in dem Fall war ja die Gesellschaft Deutscher Tierfotografen ganz klar Programm, so wie sie am Anfang gegründet worden ist. Ja, aber irgendwann ist man dann an dem Punkt, dass die Realität ihr Recht fordert. Und wenn sich die Realität des Vereins geändert hat, dann ist es sinnvoll, dem Rechnung zu tragen. Und in dem Fall war es aber trotzdem immer noch ein sehr dickes Brett zu bohren. Wir haben uns jahrelang damit beschäftigt. Es gibt ein Foto von mir aus einer Vorstandssitzung, so ein klassischer Facepalm, wo ich irgendwie so in der Couch hänge. Und das ist für mich absolut sinnbildlich für den Prozess, für diese Überlegungen, die man da angestellt hat, um zu irgendeinem vernünftigen Ergebnis zu kommen, das man dann den Mitgliedern auch mit gutem Gewissen vorschlagen kann. Und irgendwann waren wir an dem Punkt und dann musste es einfach nur noch erklärt werden. Und das ist uns offensichtlich insofern gut gelungen, als dass dann auch eine sehr breite Basis für die Umbenennung des Vereins gestimmt hat. Man muss es vor dem Hintergrund betrachten. Es gibt da so eine kleine Geschichte. Ich habe versucht, für diese Namensänderung professionelle Hilfe zu holen. Und Rebranding-Agenturen oder allgemein Branding- und Rebranding-Agenturen angeschrieben, ob uns die unterstützen können. Und bin am Ende bei einem Bekannten von mir gelandet, der einen der bekanntesten Werbeslogans der Gegenwart mitgeprägt hat. Aber der hat mehr oder weniger nur abgewunken und gesagt, nee, also so einen traditionellen Verein umzubenennen, auf das lässt er sich nicht ein. Der Vorstand macht Politik, gibt die Marschrichtung vor und plant das Festival. Das fotografische Leben aber in der GDT, das findet in den Regionalgruppen statt. Ich sage es im Augenblick für viele Fotografen in einer sehr digital und von Social Media geprägten Welt ist die Regionalgruppe einfach so herrlich analog, so herrlich menschelnd. Das macht da das ganz Besondere drauf, denn Es ist sehr unterschiedlich, wie Menschen in der Natur unterwegs sind. Manche sind sehr solitär und sind da auch froh, ihr Ding machen zu können. Aber eigentlich sind wir soziale Wesen und wir brauchen alle Austausch. Und ich glaube, dass Menschen in den Regionalgruppen sehr, sehr schätzen, die individuelle und persönliche Auseinandersetzung mit den Arbeiten, die man produziert, aber auch die kleinen Tipps und Tricks, die man im Zwischenmenschlichen und in der Interaktion miteinander auf den Gruppentreffen mitkriegt, durch die Kritik, aber auch durch die tollen Projekte, die die Regionalgruppen machen, wo einfach auch Menschen, die sich sonst nie Projekten gewidmet haben, plötzlich zu ganz neuen fotografischen Höhen einfach gefordert werden, weil man eben einfach nicht mehr in seinem eigenen Trott fotografiert, sondern innerhalb einer Gruppe eine größere Leistung erbringt. Was einer nicht schafft, und das schaffen dann mehrere vielleicht mit ihren Beiträgen, mit ihren Ideen, die sie einbringen können. Und es sind auch dort natürlich Freundschaften entstanden, wo ich mich dann mit einzelnen Fotografen immer mal wieder treffe. Aber auch die Regionalgruppentreffen sind einfach schön. Meistens haben wir, wenn wir eine Exkursion machen, ein Programm für vormittags und eins für nachmittags. Und das Nachmittagsprogramm stirbt regelmäßig, weil wir dann beisammensitzen in irgendeinem Lokal von der Mittagspause her noch. Und zwar viele sind interessiert am Fotografieren, aber nur ganz wenige wollen raus. Die Unterhaltungen sind so schön. Vielleicht ist das Große, was Gemeinschaft kann, wenn sie funktioniert. Und dann ist sie natürlich auch, was die jedem, der Teil dieser Gemeinschaft ist, die Chance gibt, sehr, sehr zu wachsen mit dem, was er tut. Wie er fotografiert, wie er Natur wahrnimmt, wie er mit Technik umgeht, etc. Das ist das Schöne in einer funktionierenden Gemeinschaft. Dass es halt ganz einfach Freunde sind, die auf Augenhöhe miteinander umgehen und für die es gut ist, wenn andere gute Bilder machen, die sich mit anderen freuen können, die sich gegenseitig pushen können, die sich Impulse geben können, die sich auch kritisieren,
aber ehrlich kritisieren. Kritisieren auf Augenhöhe, den anderen nicht niedermachen, sondern ihn einfach über Kritik wachsen lassen. Wenn es das gibt, dann ist alles gut. Die erste große Gemeinschaftsgeschichte, die wir als GDTler in Mecklenburg-Vorpommern für uns gemeinsam finalisiert haben, war wahrscheinlich unsere Multivision Adler, Kraniche und Meer gewesen. Und vielleicht ist es auch ein gutes Beispiel dafür, was Fotografie kann, eher von dieser klassischen Herangehensweise, als auch wenn dann ein paar Blümchenfotografinnen dann halt mitmischen und dort ihre Impulse halt ganz einfach einbringen. Das ist, sag ich mal, die inhaltliche Begleitung war halt ganz einfach von zwei unserer besten Tierfotografen zum damaligen Zeitpunkt in der Gruppe, die, sag ich mal, auch ganz einfach ein sehr fundiertes wissenschaftliches Hintergrundwissen hatten und dadurch sehr, sehr gute Texte über die in der Multivision angesprochenen Thema erwarten konnten und daneben eben dann halt die jungen wilden Blümchenfotografen Sandra Batocha und ich halt in dem Sinne mit ihrer etwas kreativeren Bildsprache und vielleicht auch in dieser Fähigkeit mit Bildern in Überblendung zu arbeiten, darüber ganz einfach Emotionen, Stimmungen zu transportieren und dann auch einen sehr, sehr bewussten und ausgewählten Einsatz von Musik, wo ganz einfach diese Mischung aus Wissen und Emotionen halt ganz einfach zu einem wunderbaren und wunderschönen Gesamtergebnis geworden sind, was, glaube ich, damals bei der Premiere in Lünen das Publikum sehr beeindruckt hat und sehr berührt hat. Und auch vielleicht der zur damaligen Zeit noch etwas eher ungewöhnliche Ansatz, sozusagen in einem Porträt eines Bundeslandes, sich nicht auf die Schönheiten von Flora und Fauna zu reduzieren, sondern auch inhaltlich sehr kritische Gedanken mit anzumerken und Dinge in Frage zu stellen, die halt, sag ich mal, den Umwelt- und Artenschutz belangen und damit, sag ich mal, auch eine Botschaft über emotionale Bilder zu vermitteln, die ganz einfach verdammt viel Eindruck hinterlassen haben in dem großen Saal in Lünen. Ich glaube, ganz viele haben heutzutage begriffen, dass man gemeinsam als Naturfotografen-Community in so einer Regionalgruppe, die aus einer Region kommt und nicht quer über Deutschland oder sonst wo verstreut ist, Themen bespielen kann, naturfotografisch, die einer allein nie bespielen kann. Und das Beispiel hier, Wilde Alp, dieses Beispiel über die Schwäbische Alb, dieses Projekt, das wir gemacht haben, da war klar, wo wir die Idee, Bernd Nill und ich, die Idee hatten, dass es unmöglich ist, ein 200 Kilometer langes und rund 50 Kilometer breites Mittelgebirge zu zweit als berufstätige Person, die Naturfotografie als Hobby betreiben, dass man der nicht fotografisch gerecht werden kann. Und dann haben wir uns auch vorher überlegt, welche Motive sind so alptypisch, was wollen wir fotografieren. Wir hatten so eine Art Excel, so eine Art Tabelle gemacht mit Motiven und haben das angefangen zu verteilen und dann sind erstmal alle begeistert losgezogen. Und innerhalb kürzester Zeit hat sich gezeigt, was wir davon ein breites Portfolio bekommen und dann kam eins nach dem anderen. Und dann habe ich gesagt, ah Mensch, was sollte da mal so ein richtiges Projekt machen? Das war so cool halt. Und dann hat der Benni so einen Stall geworfen und dann ging es halt los. Ja, wenn Projekt, dann machen wir ein Buch. Ja, und wenn Buch, dann machen wir Multivision-Schau. Und dann, wenn wir das machen, dann lassen wir uns die Musik dazu komponieren. Ja, und dann für das Buch fragen wir der Ministerpräsident Kretschmann, ob er uns das Grußwort schreibt. Ja, und dann brauchen wir noch eine Ausstellung. Naja, und 4 Jahre später war das alles wahr. Die Gruppe selber, aber die ist, glaube ich, schon damit gewachsen. Also es sind Leute tatsächlich dazugekommen wegen dem Projekt, damit sie da mitmachen durften. Aber auch danach, als das Projekt am Laufen war, weil wir einfach präsenter waren. Und das sind jetzt wirklich sehr viele gute Leute für uns, also auch
von der ganzen Art für die Grube gute Leute dazukommen. Und das finde ich eigentlich schön dran. Das ist das, was wir eigentlich für die GDT, glaube ich, gut gemacht haben. Dieses Leben, dieses Miteinander, das funktioniert nur mit einer gewissen Anzahl Aktiven. So. Und die Gruppe wird schöner, je mehr Aktive sie hat. Ja, wenn du da so einen einsamen Regionalgruppenleiter hast, der da vorne sitzt und seine Regionalgruppe bespielen soll, ja, der hat es mit Sicherheit viel schwerer, als wenn der so eine agile Gruppe hat, wo die Leute eigentlich schon von alleine auch irgendwie machen und tun. Und darauf bist du als Verein angewiesen. So, und wir dürfen überhaupt nicht versuchen, diesen Anspruch nach außen irgendwie so kundzutun. Ja, hier, ne? Also wir haben ja diese Regionalgruppen und da kannst du bekommen. Nee, so, sondern... Da kannst du mitmachen. Mhm. So. Und dieser Verein kann nur gut, größer, besser werden, wenn wir genügend Mitmacher rekrutieren, sozusagen. Also das ist wirklich das, was sich jeder Verein nur wünschen kann, glaube ich. Du wirst sicherlich immer Leute haben, die sehr, sehr, sehr viel in etwas reinstecken, in eine Gemeinschaft reinstecken. Du wirst immer Leute haben, die du inspirieren kannst, die du bewegen kannst, sich einzubringen. Und du wirst auch immer Leute haben, die mit verschränkten Armen am Rand stehen. Mitnehmen oder nur werten. Das wirst du immer haben. Es ist wahrscheinlich wie im Leben im Allgemeinen, die richtige Balance macht es. Und diese Balance entscheidet auch über diese Gemeinschaft. Hat sie eine Perspektive? Und wie sieht diese Perspektive aus? Ist es eine gute Perspektive? Oder ist es irgendwann ein finaler Cut? Ehrenamt und ehrenamtliches Engagement wird eher weniger als mehr. Also die heutige Welt ist sehr, sehr stark konzentriert auf eine einzelne individualistische Freudentanzgeschichte. Und sage ich mal, für die Gruppe, für die Gemeinschaft etwas zu tun, wird halt immer weniger wichtig. Als Vorstandsmitglied fühlt man sich ja manchmal wie in so einem Hamsterrad der Aufgaben. Man hat halt das Festival, man hat die Wettbewerbe, die man am Laufen halten muss. Dazu die Koordination in den Regionalgruppen. Immer wenn Probleme auftreten, dann kommen von außen Dinge. Und manchmal fühlt man sich in so einem Vorstand von 5 Leuten sehr überfordert mit dem, was man alleine zu bewältigen hat ehrenamtlich. Und die Regionalgruppen helfen schon mal sehr, die Außenwirkung einfach, ohne dass wir was dafür tun müssen, positiv zu beeinflussen. Aber es wäre natürlich toll, wenn wir von diesen 1800 Mitgliedern mehr anzapfen könnten von der Power und der Qualität und von den, sage ich mal, Fähigkeiten, die auch innerhalb dieser großen Masse an unterschiedlichen Charakteren irgendwie da wären. Und da müssen wir sicherlich Wege finden, wie wir in Zukunft einfach mehr Menschen einbinden können in die Aufgaben, die wir haben. Wenn die GDT sehr schnell und viel wächst und eine gewisse Anspruchshaltung von denen, die nur mitmachen wollen, die bespaßt werden wollen, kommen, dann wird es das irgendwann zerreißen. Und da sehe ich die Gefahr, weil dann kann die Organisation nicht mehr in diesem hohen Maße ehrenamtlich vonstatten gehen. Mir fehlt das Verb gerade. Aber wir sehen auch an ganz vielen Stellen in der Gesellschaft eine immer höhere Anspruchshaltung. Ich zahle doch jetzt hier Beitrag, hier muss ich doch jetzt was kriegen. Und da kann es kippen. Da besteht eine gewisse Gefahr, ob das kippt oder nicht. Und da wird, denke ich, werden die nächsten 5 bis 6 Jahre zeigen, in welche Richtung es geht. Eine der großen Herausforderungen für die GDT für die Zukunft ist, glaube ich, die Mitglieder, die wir haben, zu halten und neue Mitglieder zu akquirieren. Aber all das unter einem gemeinsamen Nenner, der wir wollen gemeinsam etwas bewirken. Wir sind keine Dienstleistungsgesellschaft, sondern wir sind ein Verein, der eine gemeinsame Idee hat, der einen gemeinsamen Wunsch hat, gute
Naturbilder zu machen, Emotionen bei Menschen zu wecken, etwas für den Naturschutz zu tun. Und das kann nicht von oben erfolgen, von einem Vorstand, sondern das ist etwas, was alle Mitglieder mittragen müssen. Das ist in der Satzung verankert und das ist das, was wir von den Mitgliedern auch wollen. Ich hoffe sehr, dass viel Nachwuchs nachkommt. Ich hoffe sehr, dass das Ganze durchmischt wird. Ich hoffe sehr, dass da junge Leute kommen, die so ein bisschen Dampf machen und die Erfahrung der älteren Fotografen erhalten bleibt, dass man sich austauscht und dass man einfach vieles zusammenbringt. Das würde ich einfach gut finden, wenn sich da einfach viele verschiedene Altersgruppen durchmischen würden und man voneinander lernt. Also was ich mir für die GDT auf jeden Fall für die Zukunft wünschen würde, ist, dass wirklich noch mehr junge Leute und auch noch mehr Frauen in die Gemeinschaft reinkommen, dass es einfach eine nicht mehr so homogene Masse an Menschen ist, sondern dass es viel mehr durcheinander geht und dass man einen viel schöneren Austausch auch über die unterschiedlichen Altersklassen hinweg hat und man vielleicht auch noch ein kleines bisschen offener wird, dass die Naturfotografie als solches vielleicht auch ein bisschen mit der Dokumentarfotografie zu verknüpfen, um einfach zu gucken, warum machen wir Naturfotografie, gerade nochmal unter dem Aspekt Naturschutzgedanken und wie können wir das noch weiter optimieren, auch wenn es bedeutet, dass man vielleicht seinen ursprünglichen Richtlinien, dass man so engständig auf der Natur beruht, dass man die ein bisschen sprengen muss, einfach um ganzheitlicher Menschen abzuholen. Ich sehe die GDT auf jeden Fall auch in 10 Jahren als einen großen Verein, der irgendwie super viel abbildet. Also ich finde gar nicht, dass ein Verein so eine Richtung haben muss und einen Bildstil, wo ich schon das Gefühl habe, dass es manchmal in diese Richtung geht, sondern als ein Auffangbecken von ganz vielen Leuten, die sich untereinander austauschen können, die sich aneinander reiben können mit ihren Bildstilen, was das für mich viel mehr Wert ausmacht, als wenn das jetzt einfach nur ein Verein von künstlerischen Naturfotografinnen und Fotografen. Also eine breite Menge an unterschiedlichen Leuten ist auf jeden Fall das, was ich mir in 10 Jahren wünsche von der GDT. Man muss die Stärken stärken. So kommt man nach vorne, die Stärken stärken. Man muss sich fragen, was sind unsere Stärken? Und wer kann Stärkung veranlassen? Wer kann gutes Feedback geben? Und ich glaube, dass es heute darauf ankommt, dass jeder so, wie er sich sieht und so, wie er seine Arbeit machen möchte, willkommen sein muss in der GDT. Und unsere Aufgabe sozusagen als GDT besteht darin, die jeweilige Stärke zu stärken und in ein Konzert einzubringen. Wir brauchen keine Solotänzer. Man braucht auch mal die erste Geige, natürlich. Aber wir sind ein Orchester. Und dass jeder sein Instrument in diesem Orchester sehr gut spielen kann, diese Leute haben wir. Aber dieses sozusagen ins Orchester bringen, dieses Zusammenführen, eine Symphonie anstimmen, da haben wir noch Luft nach oben. Wir brauchen einen Diskurs darüber, wer die GDT ist und wie sie in Zukunft wird. Ich glaube, dass wir diese Spannung immer aufrechterhalten. Und dann muss das auch mal elektrisch sein. Sonst ist kein Wachstum da. Also denke ich, wird sicherlich auch die Herausforderung für die Zukunft sein, das Profil zu schärfen. Wo will ich hin? Und wir haben ja auch immer wenn so das Problem, finde ich, bei der GDT, dieses Schwanken zwischen Professionalisierung und professionelle Naturfotografie und der Amateur, der glücklich ist, wenn er mit seinem Makroobjektiv hinterm Haus in der Wiese verschwindet, der nicht an Geld und nicht an Publikation und sowas denkt. Und ich denke, das in der Waagschale zu halten und das auszutarieren und mit dem Renommee, das wir haben, zu agieren und sich auch zu überlegen, was machen wir zukünftig mit den Bildern, das ist sicherlich auch eine Riesenherausforderung, weil oft frage ich mich manchmal auch, warum ist die GDT in der großen Gemeinschaft so unbedeutend oder unbekannt? Klar, 1600 Mitglieder auf Bundesebene oder auf Gesamtebene ist im Grunde genommen ein Muckenschiss im Vergleich zu irgendeinem großen Naturschutzverein, aber andererseits haben wir ja ein total mächtiges Werkzeug mit unserer Fotografie. Wir machen ja Dinge als GDT, die eigentlich richtig groß sind, wenn man damit denkt, was man mit so Bildern machen kann und wie Bilder wirken, sei es in der Werbung oder sei es in sonstigen Dingen. Die Frage ist, wollen wir das als Verein, dass wir uns da viel stärker engagieren und was bedeutet das? Also, dass wir viel mehr Strahlkraft bekommen. Es ist die Aufgabe der GDT, den Fotografinnen und Fotografen Wege aufzuzeigen, wie man die eigene Fotografie auf eine Art und Weise betreiben kann, dass sie
die Natur die Tiere nicht stört und beeinträchtigt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch Aufgabe der GDT, da an der Stelle vernünftige Wege zu finden und auch immer wieder zu bewerten. Also ich denke, so einen Diskussionsprozess am Laufen zu haben. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir sind ja per se kein Naturschutzverband wie der NABU oder der Bund Naturschutz, sondern wir sind Fotografenverband und unsere Fotografen, unsere Mitglieder haben das Interesse, die Natur und die Tiere zu fotografieren. Das heißt, mit Pauschalverboten treiben wir die Leute nur aus unserem Verein raus und helfen der Natur nicht. Das heißt, es muss immer wieder versucht werden, Wege zu finden, und dafür sind Diskussionsprozesse nötig. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe, dass wir diesen Diskussionsprozess am Leben halten und versuchen, dieses Verhältnis zwischen Naturfotografen und Natur möglichst so zu definieren, dass für die Fotografinnen und Fotografen möglichst viel Freiheiten bleiben und gleichzeitig die Natur nicht beeinträchtigt wird. Ich möchte, dass wir immer mit den Themen, die uns bewegen, innerhalb dieser Szene am Ball bleiben und dass wir quasi auch wegweisend dafür sind mit unseren Entscheidungen, was Ethik in der Naturfotografie angeht. Oder ganz simpel, was wir ja nur noch ganz wenig sind oder in einem ganz kleinen Bereich sind, eben Interessenvertretung auch für professionelle Fotografen, was die Wertigkeit von Fotografie angeht. Dabei muss man aber eben bei der Realität bleiben, dass das nur ein sehr, sehr kleiner Anteil der GDT ist. Wir versuchen also immer einen Spagat zwischen den Ansprüchen, aber wir können immer nur ein Angebot liefern. Ich glaube, unsere größte Aufgabe ist einfach Naturschutz, Umweltbildung, dass wir in diesen Bereichen das, was wir als GDT mit unseren authentischen Bildern stehen, dass wir das einfach noch mehr manifestieren und ausbauen. Denn es ist einfach so viel unterwegs, auch in den sozialen Medien, was nicht mehr verträglich ist. Also sowohl was Landschaftszerstörung angeht durch Instagrammer und ähnliches, aber eben auch tatsächlich, was Übertretungsfragen angeht im Tierschutz oder beim Fotografieren von seltenen Tierarten, dass wir einfach da deutlich mehr Gehör uns verschaffen müssen und Sensibilität für diese Themen in der Branche. Als ich vor etwa 30 Jahren in die GDT eingetreten bin, da hat sich um junge Leute im Verein keiner großartig gekümmert. Frauen gab es nur sehr wenige in der GDT. Wir mussten alle auf dem K64 fotografieren, den eine halbe Blende unterbelichten und vor allen Dingen unsere Motive formatfüllend ablichten. Unser Wissen haben wir auch nicht unbedingt miteinander geteilt und sind demzufolge auch meist alleine losgezogen. Das hat sich heute grundlegend geändert. Wir ziehen gemeinsam los, wir sind eine Gemeinschaft geworden, arbeiten zusammen an Einzelbildern oder auch an ganzen Projekten. Ob wir allerdings die Aufgaben der Zukunft, die immer dringlicher zu lösen sein werden, auch meistern werden, das wird die Zukunft zeigen. Und letztendlich aber auch liegt es dabei dann auch immer an uns allen selbst. GDT ist die Crème de la Crème, ganz hoch oben angesiedelt. Also ab wo möchtest du es wiederholt werden? Ich kann das natürlich nicht, aber ich trinke nochmal Kaffee, vielleicht auch Schnaps. Wieder kommen keine Fragen, nur meine Antworten. Da wünsche ich euch viel Spaß beim. Valentin? Karl? Ja, Karl, ich bin gerade hier beschäftigt. Wir machen gerade ein Interview im Theater für die GDT. Ich arbeite das am Computer und 10 Minuten später ist er 800 Kilometer weiter. Akku leer. Wie kann das denn sein? Mist, hättest du mich nicht früher unterbrechen können? Jetzt muss ich das alles nochmal sagen. Da habe ich wenigstens rote Bäckchen.
Ja, wo waren wir denn jetzt? Hier ist immer so eine doofe Fliege. Die ist die ganze Zeit. Wir haben eine Fliegenklatsche, aber ob wir die. Wir haben ja die Fliege. Oh, jetzt habe ich dran gezogen. So. Das geht auch nicht bei Naturfotografen und Innen. Naturfotografeninnen. Ja, sorry. Ich drehe mich langsam im Kreis. Ja, ach nee. Völlig irritiert. Will sie mich jetzt hauen? Das wäre dann gendergerecht? Theoretisch schon. Warum habe ich das nicht hingekriegt? Das ist nicht der Stimmung für heute. Cut. Da lernten wir Klaus. Ups. Ein Pulling. Nee, ich will nicht gehen. Ah, okay. Nö. Wir machen ja auch ein Buch, Werner und ich. Das soll alles werden, nur nicht langweilig. Ja, das ist auch nicht so einfach. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren GDT. Herzlichen Glückwunsch aus dem auf die nächsten 50 Jahre. Ja, genau. Macht weiter so. Ihr seid auf dem besten Weg. Nee, das geht nicht. Nein, das ist toll. Habt ihr das drauf? Ja.